Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich habe mich sehr auf diesen Abend gefreut. Nicht zuletzt deshalb, weil er wirklich ein Experiment ist, weil wir haben hier zwei Spezialistinnen aus ganz unterschiedlichen Gebieten und einen Spezialisten. Übrigens, Michael Hampe und ich haben uns, was die Socken angeht, nicht abgesprochen, obwohl man das meinen könnte. Das sind die Weisheitssocken. Die muss ja, genau. Weisheit hat irgendwie was mit Ringeln zu tun, möglicherweise. Die Kernfrage des Abends, über die wir nachdenken wollen, ist eine Frage, die so, wenn man sie stellt, erstmal ein bisschen abstrakt wirkt, aber eine Frage ist, die uns faktisch und mit uns meine ich auch wirklich unser Leben bis in den Alltag hinein bestimmt. Die Frage lautet nämlich, wie wir mit diesen vielfältigen Krisen, mit denen wir es im Moment zu tun haben, in denen wir stecken, eigentlich umgehen sollen. Und die Standardantwort darauf ist, naja, wir müssen halt diese Transformationen hinkriegen. Die Frage ist aber, was macht eigentlich diese Transformationen aus? Und wer wird da eigentlich wohin transformiert? Und wie schaffen wir das eigentlich, diese verschiedenen Transformationsprozesse gleichzeitig abzuwickeln? Und schwierig ist das Ganze natürlich auch, weil wir es nicht nur mit vielfältigen, zum Beispiel politischen Interessen oder wirtschaftlichen Interessen zu tun haben, sondern wir haben es auch mit sehr unterschiedlichen Perspektiven zu tun. Wir werden wahrscheinlich merken, dass selbst innerhalb des Gebiets der Philosophie, vertreten durch Christiane Wopen, mehr die Ethik, Michael Hampe, heute Abend zumindest, mehr der Aspekt der Weisheit, dass es selbst innerhalb der Philosophie da natürlich noch mal große Differenzen gibt und dann erst noch mal das Ganze im Vergleich oder in Beziehung zur Transformationsforschung. Und eine der Fragen ist, kann man überhaupt was mit Philosophie in diesem Kontext anfangen? Welche Bedeutung haben ethische Debatten zum Beispiel für jemand, der wie Frau Professor Wenghaus in der Transformationsforschung steckt? Welche Bedeutung haben ethische Fragen überhaupt? Und was bitte hat Weisheit mit all dem zu tun? Und die Grundidee dieses heutigen Abends ist es, diese verschiedenen Perspektiven mal zusammenzubringen. Und das ist leider nicht für uns alle jetzt Open End heute Abend, aber Open End zumindest, was den Endpunkt der Diskussion angeht. Weil ich meine, Sie werden wahrscheinlich, wie wir auch, nicht die Vermutung haben, dass wir an diesem Abend damit zu Ende kommen. Und wir wissen auch noch nicht, welchen Endpunkt wir da heute Abend erreichen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das mal anders als sonst, wo ja normalerweise der Moderator oder die Moderatorin die Gäste vorstellt. Ich fand das interessanter, heute selber mal meine Gäste, unsere Gäste zu hören. Wo sind sie institutionell verankert? Welchen Bereich der Forschung betreiben sie? Was sind die Hauptprobleme, die sie umtreiben? Und das würde ich jetzt gerne von jedem hören. Und Frau Fenghaus, ich würde Sie bitten, anzufangen. Sehr gerne, ganz vielen Dank. Sandra Fenkhaus, ich bin Professorin für Entscheidungsanalyse und sozioökonomische Bewertung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der RWTH in Aachen und habe am Forschungszentrum Jülich eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Ressourcennexus und der Frage der Ressourcenökonomie, Ressourcenkonflikte befasst. Von Hause aus habe ich tatsächlich in den USA studiert, einen ganz interdisziplinären Studiengang. Und ich sage immer so ein bisschen, der hatte zwei Semester von allem. Das nannte sich Environmental Science und Public Policy. Das heißt, schon da ging es eigentlich darum, diesen Sprung von Technik, Technologieentwicklung über Politik, Wirtschaft und aber auch die Rolle des Verhaltens in diesem komplexen System zu verstehen. Das heißt, ich habe eigentlich schon immer mein ganzes Leben lang Transformationsforschung gemacht, immer im Kontext der Nachhaltigkeit. Und insbesondere die Transformation der Energiewende und Bioökonomie, das sind so die Anwendungsfelder, in denen ich mich bewege. Und jetzt natürlich zunehmend auch der Frage, wie hängt die Kreislaufwirtschaft mit dem Ganzen zusammen? Hat Philosophie da eine Rolle gespielt? Im Studium tatsächlich nicht. Interessant. Genau. So viel zur Interdisziplinarität. Genau, wobei das tatsächlich so offen war, vermutlich hätte man auch sich dahin bewegen können. Ich kam da tatsächlich mehr aus dieser quantitativen, naturwissenschaftlichen Ecke, muss aber sagen, dass ich tatsächlich über die letzten Jahre hinweg mich ganz viel mit Kollegen aus der Philosophie ausgetauscht habe, weil natürlich diese Frage, was sollten wir eigentlich tun und wie kann man diesen Zusammenhang zwischen Philosophie, Verhalten und dann natürlich auch der Politik und den technischen Systemen zusammenbringen. Von daher habe ich mich tatsächlich zunehmend dahin bewegt. Mhm. Christiane Wopen.
Ja, gerne. Christiane Hopen, guten Abend. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dieses spannende Thema diskutieren können. Mein Hintergrund ist Medizin und Philosophie. Ich war ja lange in Köln und habe an der Uni ein interfakultäres Zentrum, CERES, geleitet, bis die Uni Bonn mich dann einlud, ein Zentrum in Bonn aufzumachen und dort eine Professur, eine sogenannte Herz-Heinrich-Herz-Professur zu übernehmen, und habe dann Ende 2021 dort ein Center for Life Ethics gegründet. Das gibt es eigentlich gar nicht, Life Ethics, wenn Sie das jetzt also irgendwie googeln oder sowas, das gibt es als Disziplin nicht. Aber mich hat es zunehmend irritiert in meinen ganzen Forschungen in den letzten Jahren bis Jahrzehnten, dass die Lebenswissenschaften das Leben auf eine Art und Weise okkupieren, die das Leben auf Moleküle, Biologie und Naturwissenschaftliches reduzieren. Nicht, dass das nicht auch dazu gehörte, aber es reicht ja nicht, um das Phänomen des Lebens und das, was wir als ein erfülltes Leben betrachten, in irgendeiner Annäherungsweise in den Blick zu bekommen. Und so habe ich gedacht, nehme ich doch diesen Begriff Leben mal und tue ihn in die Ethik hinein. Und dort haben wir jetzt 5 Bereiche aufgemacht, wo wir die Dynamiken, die unser individuelles und gesellschaftliches Leben im Moment besonders herausfordern, in den Blick nehmen. Das ist einmal die Technologisierung, künstliche Intelligenz, ChatGPT und so weiter, aber auch soziale Technologien, das sind ja nicht alles nur Ding-Technologien oder digitale Technologien. Das zweite ist die Ökonomisierung, da würden wir uns wahrscheinlich dann gut treffen und sollten uns mal intensiver austauschen. Das dritte ist die Ökologisierung, das vierte die Globalisierung, weil ich zunehmend zu der Erkenntnis gekommen bin, dass diese reine Konzentration auf die westlichen Kenntnis- und Wissensbestände uns bei der Transformation ganz sicher nicht an das gewünschte Ziel bringt. Und das Letzte sind eben Transformations- und Governance-Prozesse, weil man das alles ja ohne die Transformationsprozesse nicht schafft. Und dann haben wir an diesem Center ein Haus für junges Denken gegründet, weil es nicht nur um Forschung gehen soll, sondern auch um die Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Und zwar nicht nur in einem Verständnis von Wissenschaftskommunikation, wo man sagt, wir erklären euch da draußen, höre ich jetzt mal, wie das so alles hier geht und was ihr zu glauben habt von dieser Welt, sondern wo wir auch erst einmal zuhören und wo wir in den Diskurs wirklich hineingehen. Also Wissenschaft und Gesellschaft sich wirklich an einen Tisch setzen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Schulen zusammen, machen mit denen Ethikdiskurse zu bestimmten Themen, die sie im Unterricht durchsprechen, und machen da ganz hervorragende Erfahrungen, weil die Schülerinnen und Schüler dann nachher darauf rausgehen und sagen, hier öffnen sich Dimensionen, da haben wir vorher noch gar nicht drüber nachgedacht und wir sind jetzt neugierig. Und was kann uns Besseres passieren in unserer Gesellschaft, als wenn Menschen neugierig und interessiert werden? Also das ist jetzt im Moment das große Projekt, was ich in Bonn starten durfte. Michael Hampe. Ja, ich bin Professor für Theoretische Philosophie in Zürich an der ETH und unterrichte viele Ingenieurinnen, die der Meinung sind, dass die meisten Lebensprobleme technische Probleme sind. Und wenn ich Ihnen dann sage, es gibt praktische Probleme, die keine technischen Probleme sind, dann wollen Sie genau Auskunft bekommen, warum das keine technischen Probleme sind. Und das ist philosophisch ziemlich interessant, finde ich. Ich habe auch immer wieder Wissensgeschichte mit meinen Studierenden betrieben, ihnen beispielsweise erzählt, den Physikstudierenden, dass Newton ein Alchemist war, der glaubte, die Apokalypse genau vorausberechnet zu haben aufgrund einer kabbalistischen Interpretation der Offenbarung des Johannes. Und dann erschrecken sie immer, dass wenn ich nur... Ist das derselbe, von dem wir hören? Dass das derselbe ist, ja. Also dass unsere Wissensgeschichte dunkle Kapitel enthält, die wir gerne... unter den Teppich kehren, ist eine Aufgabe, das wieder unter den Teppich hervorzuholen, die ich mir vorgenommen habe mit meinen Studierenden. Und was mich in dem Zusammenhang auch sehr interessiert hat, ist eine Entwicklung in der frühen Neuzeit, nach dem Dreißigjährigen Krieg und im 19. Jahrhundert. Da haben Autoren wie Spinoza und Hobbes und Autoren wie Charles Sanders Peirce und William James philosophische Konzeptionen entwickelt, die auf die Fanatismen des Dreißigjährigen Krieges und auf die Fanatismen des amerikanischen Bürgerkriegs reagiert haben.
Und diese Reaktionen haben meiner Ansicht nach etwas mit Aufklärung und Weisheit zu tun. Mit Aufklärung insofern, als diese philosophischen Konzeptionen danach gestrebt haben, Grausamkeit und Illusionen zu vermeiden. Ich würde sogar sagen, dass sie von einem Lebensideal angetrieben gewesen sind, dem Ideal eines philosophischen Lebens, das eben illusionslos ist und versucht, Grausamkeiten zu vermeiden, einerseits. Andererseits haben sie etwas damit zu tun, dass wir oft mit Komplexitäten konfrontiert sind, die wir nicht durchschauen, aber gegenüber denen wir reagieren müssen. Und in diesem Zusammenhang haben sie Vorstellungen von Bescheidenheit, was unsere Erkenntnisfähigkeiten angeht, entwickelt. Das ist ein Explikator für Weisheit. Weisheit wird manchmal, wenn Sie in der Stanford Encyclopedia of Philosophy nachschlagen, als Epistemic Humbleness, als epistemische Bescheidenheit charakterisiert. Und diese Bescheidenheit tritt eben genau dann ein, wenn man sich von den Umständen überfordert fühlt. Und das ist vor allen Dingen in Kriegssituationen so. Und ich glaube, dass das, was wir vom Pragmatismus und von Hobbes und Spinoza lernen können, ist, dass die Menschen schon mal in so einer Situation gewesen sind, wie wir sie heute erleben. Und vielleicht kann man ja aus der Geschichte doch ein bisschen lernen. Mhm. Danke. Epistemische Bescheidenheit ist nicht gerade das, was wir in den Naturwissenschaften haben, oder? Müsste man, denn ich meine, die ändern ja auch immer mal wieder ihre Paradigmata. Also nehmen wir die genetische Zeit, wo dann die DNA endlich dekodiert war sozusagen, das ganze Genom lag da und man hatte den Anspruch, irgendwie man würde dann, wenn man das Genom kennt, auch den Menschen verstehen. Und dann merkte man, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dass aber man bescheiden aus der war der Anspruch nicht, ne? Nee, der war nicht weil bescheiden. Wir heilen Krebs, wir kriegen Parkinson in den Griff, wir kriegen überhaupt den ganzen Menschen in den Griff und es wird keine Krankheiten mehr geben. Und also bescheiden war es nicht. Das war nicht bescheiden, aber dann hat man ja gelernt, dass das nicht funktionierte. Und dann wurde man etwas bescheiden und sagte, okay, da scheint es doch noch ein paar andere Faktoren zu geben. Dann kamen die Neurowissenschaftler und sagten, wenn wir jetzt das Gehirn mal richtig verstehen, dann verstehen wir auch den Menschen. Das war auch sehr unbescheiden, aber das hat auch sein Ende in der Bescheidenheit genommen, dass man, wenn man sehr viel über das Gehirn lernt, man lange noch nicht den Menschen verstanden hat. Vielleicht können wir unterscheiden zwischen einer Bescheidenheit, die sozusagen aus einer Haltung, aus einer reflektierten Haltung kommt und einer Bescheidenheit, die dann einsetzt, weil man mit dem, was man geglaubt hat, gegen die Wand läuft. Das sind ja zwei verschiedene Formen von epistemischer Bescheidenheit. Die eine nimmt man von vornherein ein, zur anderen wird man gezwungen. Ich würde mal vermuten, dass die Wissenschaftler häufig der zweiten Kategorie angehören, oder? Es ist ja ein Unterschied, ob man etwas verspricht und sagt, wir werden in 10 Jahren keine Krebserkrankungen mehr haben, die wir nicht in den Griff bekommen, oder ob man das als legitimes Ziel anstrebt und aber trotzdem die Bescheidenheit hat zu sagen, wir werden dort wahrscheinlich nie sein, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also der gute Wissenschaftler in einer falsifizierenden Grundhaltung weiß ja, dass alles Wissen vorläufig ist. Insofern würde ich mal sagen, gehören Bescheidenheit und Wissenschaftlichkeit eigentlich genuin zusammen. Mhm. Ist das Ihre Erfahrung auch in der Transformationsforschung? Ich meine jetzt die real existierende Praxis. Ja, das glaube ich schon. Also letztendlich ist es ja schon so, dass wir immer wieder neue Dinge lernen, neue Dinge quantifizieren können, neue Dinge verstehen können, aber natürlich auch immer wieder bei der Erkenntnis landen, das reicht jetzt aber noch nicht aus, um die Probleme zu lösen. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema der Komplexität. Ne? Dinge hängen zusammen und wir glauben, wenn wir den nächsten Schritt verstehen, dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter. Aber es bleibt natürlich dabei, dass es immer noch ganz viele mehr Herausforderungen gibt, die wir dann immer noch nicht verstanden haben. Was sind denn die in Ihren Augen die Kernherausforderungen oder die Kernthemen? Die Kernthemen bei der Transformation. Ich glaube, die Kernherausforderung ist, dass einfach so unglaublich viele Dinge zusammenhängen. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich mich ganz viel mit der Nachhaltigkeitstransformation befasse und ganz vieles hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten um den Klimawandel gedreht und das war ein ganz großes Thema. Wir haben viele erneuerbare Energien entwickelt und trotzdem sehen wir jetzt, da hängen ganz viel mehr zusammen. Da sind Ressourcen, die wir brauchen, um die erneuerbaren Energien zu produzieren, die neue Problemlagen kreieren.
das Ganze hat ökonomische Implikationen, das Ganze hat soziale Implikationen. Und es ist nicht so einfach zu sagen, wir haben jetzt ein Problem und für dieses eine Problem suchen wir eine Lösung, sondern wir kreieren ganz oft und häufig natürlich neue Problemlagen in anderen Bereichen. Und diese Problemlagen in ihrer Dynamik zum einen zu verstehen, dann aber auch bewerten zu können und Lösungen zu finden, ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung. Könnte man, wenn man es versucht, auf einen Begriff zu bringen, also auf einen einheitlichen Nenner, sagen, in einer zumindest abstrakten Weise ist die große Herausforderung die Komplexität, also des Zusammenspiels dieser einzelnen Teilsysteme, also Energie, Artenvielfalt, unser ökonomisches System, unser politisches System, dass wir einigermaßen akzeptabel und freundlich miteinander zusammenleben wollen und wie diese Teilsysteme alle miteinander interagieren, mit den Folgen, die das jeweils für das andere System hat. Absolut. Das ist auf der abstrakten Ebene die Herausforderung. Ja. Ist das was, Herr Hampe, ist das was, mit dem sich die Philosophie traditionellerweise beschäftigt hat, dieser Typ von Problem? Also ich glaube nicht in dem Detail, was für die Philosophie immer bedeutsam gewesen ist und was, glaube ich, mit dem Problemzusammenhang zu tun hat, ist, wie man zwei Arten von Techniken in ein Verhältnis zueinander setzt. Das ist eine Unterscheidung, die einer von diesen Pragmatisten im 19. Jahrhundert gemacht hat, John Dewey, der zwischen Techniken des Kontrollierens und Techniken des Ertragens unterschieden hat. In sehr alten Zeiten, in denen die Menschen noch, sagen wir so, zwischen der neolithischen Revolution und Christi Geburt, wo es noch keine weit entwickelten Technologien der Kontrolle gab, sind Technologien des Ertragens entwickelt worden. Also wenn ich jetzt eine Krankheit kriege, wenn ich eine Krebskrankheit kriege, die sehr schmerzhaft ist, dann muss ich mich fragen, wie viel ertrage ich und welche Technologien der Tumorbehandlung setze ich jetzt ein. Das muss ich abwägen. Und Weisheit kann man darin sehen, dass man in der Lage ist, Techniken des Kontrollierens und Techniken des Ertragens aufeinander abzustimmen. Und wir brauchen gegenwärtig beide Techniken. Wir brauchen Techniken der Kontrolle, wir müssen irgendwas technologisch machen, wir müssen auch sozialtechnologisch etwas machen, also maschinentechnologisch müssen wir etwas machen, sozialtechnologisch müssen wir etwas machen, vielleicht auch psychotechnologisch, aber wir werden auch einiges zu ertragen haben. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das zu ertragen, was passieren wird, also grundsätzliche Umstülpung unserer Lebensform, wird das sehr schwierig werden. Das klingt fast so, als wenn ein Politiker ehrlich oder eine Politikerin ehrlich sprechen würde. Weil das scheint ja genau die Situation zu sein, in der wir uns befinden, wenn wir politisch über dieses Thema nachdenken. Dass wir merken, das haben Sie ja angedeutet auch, wir haben Wissen und genug Kenntnis, um entschieden zu sein, bestimmte Dinge technologisch voranzubringen, also zum Beispiel sowas wie die Energiewende. Das hat aber gesellschaftliche und ökonomische Konsequenzen und so weiter, und die müssen wir irgendwie ertragen. Also wir müssen zum Beispiel ertragen, dass sich unsere Lebensform wahrscheinlich massiv verändern wird, übrigens auch, wenn wir nichts tun. Mhm. Wie ist denn Ihre Erfahrung im Umgang mit der Politik? Also halten Sie das für eine faire Beschreibung eigentlich des Problems der Politik? Ja, ich denke schon. Das ist in der Tat eine richtige Beschreibung des Problems, und es ist natürlich ein konsequentes Abwägen von Dingen, die wir tun müssen. Und letztendlich muss man sehen, dass wir alle damit leben müssen. Wir wissen mittlerweile so viel, dass wenn wir nichts tun, werden wir große Herausforderungen haben. Aber die Dinge, die wir tun, werden natürlich Implikationen für uns haben. Das heißt, es wird teurer werden. Es wird aber auch teurer werden, wenn wir nichts tun. Auch das ist natürlich klar. Die Effekte des Klimawandels, die werden auch Kosten verursachen. Und von daher ist es schwierig. Und es ist so, wir haben so eine Vielfalt von Akteuren, die da mit drin hängen. Je nachdem, welche Entscheidung man trifft, wird es dazu führen, dass man mit dieser Veränderung leben muss.
Wenn wir uns die unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachgebiete vornehmen, dann kann man sagen, in den unterschiedlichen Professionen hat man einigermaßen einen Konsens darüber, was man machen müsste. Also Riesendebatten über Klimamodelle gibt es heute eigentlich nicht mehr. Mhm. Jetzt muss ich diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen. Traditionell könnte man sagen, also die Leute, die das machen, sind eigentlich die Politiker. Weil die müssen, das ist im Grunde genommen schon, ob das die Besten sind, da können wir gleich drüber diskutieren. Aber also zumindest der aristotelischen Ansicht nach sind die Leute, die sozusagen das Wohl der Polis, die heute ein bisschen größer gedacht werden muss als Staat, die das Wohl der Polis leiten und Entscheidungen treffen für das Wohl der Polis, sind die Politiker. Die Frage, die sich Aristoteles ja schon am Anfang der nikomachischen Ethik direkt stellt, ist, dass er sagt, na, okay, die Handwerker haben eine wahnsinnige Kompetenz, wenn es um Schiffsbau und so weiter geht. Die Mediziner, was die Gesundheit des Menschen angeht. Selbst die Philosophen haben gewisse Kompetenzen. Aber was ist eigentlich die Kompetenz der Politik, um all diese verschiedenen Kompetenzen der verschiedenen Bereiche zusammenzubringen? Unsere Problembeschreibung bis jetzt ist ja so, dass wir sagen, genau das ist das, was wir brauchen eigentlich jetzt. Aber wie machen wir es eigentlich? Ich glaube nicht, dass ich da eine ganz feste Antwort drauf habe. Aber was wir ja sehen, ist, wenn wir uns Themen wie Klimawandel angucken, Energiewende, das braucht eigentlich eine langfristige Gestaltung. Und gleichzeitig wissen wir aber, wir haben noch nicht alle Lösungen, wir haben noch nicht alles Wissen für die ganz langfristige Perspektive. Das heißt, wir brauchen eigentlich in der Politikgestaltung eine gewisse Flexibilität, dass wir sagen, wir müssen es auch anpassen können. Und gleichzeitig ist aber natürlich die Energiewende auch nur eins von vielen Themen, was im Moment in eine Vielzahl von Krisen gerät. Und jetzt im Moment müssen wir sehen, durch den Krieg in der Ukraine, durch die Pandemie, die wir gerade hinter uns haben, befassen wir uns natürlich nicht ausschließlich mit der Energiewende, sondern wir haben andere Themen, die da auch mit reinspielen. Und so ist es natürlich und bleibt es immer eine Herausforderung, im Prinzip diese Perspektiven zusammenzubringen. Und es ist ein vorsichtiges Austarieren. Und das Ganze findet sich natürlich auch immer in unseren vierjährigen Wahlzyklen wieder. Und von daher ist da, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, auch die Bürger mitzunehmen in Entscheidungsprozesse. Auch das ist nicht einfach, weil man kann natürlich nicht alle Bürger anhören. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven, die man da zusammenbringen muss. Und ja, das ist und bleibt eine Herausforderung. Mhm. Wenn es nicht die Politiker und Politikerinnen sind, so habe ich das den nicht sprachlichen Einwurf verstanden. Wer ist es dann? Ich bin der Überzeugung, dass wir unsere als selbstverständlich vorausgesetzten Rollenzuschreibungen mal überdenken sollten, wenn wir wirklich in Transformationsprozesse überhaupt hineinkommen wollen und sie nicht nur über uns ergehen lassen wollen. Es gibt ja, das ist so schön beschrieben, auch in einem wunderbaren Buch von Mark Swelling, The Age of Sustainability, sowohl eine Faszination dafür, dass wir so langsame soziotechnische und ökonomische Prozesse haben und auf der anderen Seite die Faszination angesichts der Dringlichkeit der Herausforderungen, die ja eigentlich genau nicht zulassen, dass man sich hinsetzt und mal Däumchen dreht und sagt, naja, das werden wir schon irgendwie lösen. Und daraus entsteht, das sagt er so schön, ein frenetic snail pace, also ein hektisches Schneckentempo. Und das ist etwas, was ja unsere Handlungsweise und auch unsere Debattenkultur tatsächlich ganz gut charakterisiert. Könnte ich es genau rumdrehen und sagen, das ist ein wahnsinnig schnelles Rennen im Hamsterrad, ohne das, was dabei rauskommt? Ja, es kommt ja ein bisschen was dabei raus, aber nicht das, was wir wollen. Also im Wesentlichen, das ist jetzt sehr plakativ formuliert. Aber ich finde, diese Haltung, die dahinter steckt, also hektisches Schneckentempo, ist ja erstmal resultatsneutral, ja, sondern beschreibt einfach nur diesen Prozess. Und wenn man sich den mal wirklich vergegenwärtigt, dann denkt man über bestimmte Prozesse anders nach. Und dann kommt er auch durch seine Erfahrungen mit dem Aufbau einer sehr nachhaltigen Stadt in Südafrika, schon seit jetzt über 23, 25 Jahre, kommt er zu einem System, dass er den radikalen
Inkrementalismus nennt, also das radikale Schritt für Schritt gehen. Ja, was ja dem auch wieder irgendwie, es ist so scheinbar widersprüchlich, aber es ist eben eigentlich nicht widersprüchlich. Und dieses Schritt-Tempo letztlich oder das Schritt-nach-Schritt-Vorgehen beruht darauf, dass eben nicht die Politik die Entscheidungen trifft primär und die Ziele vorgibt, sondern dass sie aus den Bürgerbewegungen selber kommt. Also NGOs und andere Bewegungen zusammen entwickeln in einer großen Lokalität bei globaler Kontextualität. Ich meine, die Probleme sind alle global, aber sie können eben dann auch manchmal nur vor Ort nach vorne gebracht werden. Das heißt, in einer Zusammenschau von Strukturwissen, wie etwas ist, Zielwissen, das heißt, man vereinbart, wo man eigentlich hin möchte, und das möchte ich nicht von den Politikern vorgegeben haben, ich möchte, dass das demokratisch entsteht und die Politiker das entsprechend umsetzen, und einem Transformationswissen, das nämlich weiß, wie man dieses Ziel dann auch auf die Schiene bringt, also wie tatsächlich Umsetzung funktioniert, kann nur, wenn die eigentlichen Akteure nicht mehr ausschließlich in der Politik sind und meinen, durch enge Maßgaben oder idealerweise dann noch Verbote, was ganz übel ist, Dinge nach vorne zu bringen. Ich finde das eine wunderbare Problembeschreibung, aber auch nicht mehr. Nee. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich muss das in einen demokratischen Prozess einspeisen, und wir haben ja im Moment in der EU diese aleatorischen Verfahren, wo Menschen ausgewählt werden, informiert werden, zusammen überlegen, wie die europäische Verfassung aussehen sollte. Nach allem, was man weiß, funktionieren diese Prozesse hervorragend, aber da bleibt das Problem, wie speisen wir die Entscheidungen am Ende in den demokratischen Prozess zum Beispiel ein? Sie sind immer noch bei Entscheidungen, ich bin beim Tun. Das heißt, in den Städten kommen die Menschen zusammen und entwerfen gemeinsam, wie soll unsere Straße aussehen. Gibt es jetzt zum Beispiel auch ein Projekt in Berlin, aber es gibt viele andere. Da ist kein Politiker bei, der sagt, aber da muss jetzt ein Baum hin und hier müssen 5 Parkplätze weniger, sondern die sagen, so soll unsere Straße aussehen, weil da sollen Sozialräume entstehen. Wir möchten das optisch anders haben. Und dann gibt es Widerstände. Dann gibt es die Leute, ja, aber wo soll ich denn jetzt mein Auto hinstellen und wie kriege ich denn jetzt meinen Einkauf dahin und sowas. Und das sind Prozesse, die dazu führen, dass nachher ein Modell entsteht, das umgesetzt werden kann, mit dem Versprechen, es wird auch wieder etwas repariert oder begradigt oder zurückgeführt, was sich nicht als sinnvoll herausstellt. Und dann ergibt sich aber bei vielen dieser Prozesse, dass die auf Dauer gestellt werden, weil die Menschen merken, wir haben uns hier gemeinsam auf einen Wandlungsweg und Prozess eingelassen, der sich als gut herausstellt. Erstens motiviert das die Leute, die muss man dann nämlich nicht mitnehmen, sondern die gehen selber. Und es gibt eine andere Rolle von Politik. Und dann kommt Mazzucato dazu, die dem Staat im Innovationszyklus auch eine andere Rolle zuschreibt, wo ganz andere Finanzierungsmodelle entstehen, damit BürgerInnen ihre Ideen auch wirklich tatsächlich umsetzen können. Das kann man auf den Energiesektor anwenden, auf die Stadtgestaltung, auf die Mobilität. Man müsste es tatsächlich nur mal wirklich mutig und energisch tun. Ich weiß nicht, wie groß die Stadt ist, aber das, was ich weiß, zum Beispiel über Lagos, ist, dass in einer Stadt wie Lagos genau dieses Verfahren nicht funktioniert hat. Sondern, aber da müssten wir jetzt sehr ins Detail gehen, Frau Wenghaus. Genau, es gibt immer Einzelfälle, die nicht funktionieren, klar. Überall. Genau, also da gibt es ganz viele Beispiele, wo dieses ganz wunderbar funktioniert. Es gibt auch einige, wo es nicht funktioniert. Aber ich würde diesen Aspekt, das gestaltet sich von innen heraus, tatsächlich noch ergänzen wollen. Weil in der Tat, das ist zum Beispiel was wir auch sehen, eine Lehrveranstaltung, die ich im Moment in Aachen umsetze, ganz spannend, die nennt sich Meet the Circular Economy. Das heißt, da laden wir zu verschiedenen Themen, immer zu unterschiedlichen Themen, Unternehmen aus der Industrie ein und lassen sie mit den Studierenden diskutieren, wie die Nachhaltigkeitsstrategie in den Unternehmen umgesetzt wird. Und fragen auch immer, was sind denn die Haupttreiber dahinter? Warum machen Sie das? Und in einigen Fällen ist es natürlich so, dass gesagt wird, es ist die neue EU-Regulation oder das neue Gesetz oder die. Aber in ganz vielen Fällen ist es das eben nicht nur, sondern das sind oft sozusagen Personen im Unternehmen, die aus ihrer intrinsischen Motivation sagen, ich möchte, dass jeder Prozess in unserem Unternehmen nachhaltig gestaltet wird, so gut es wird, geht. Und natürlich auch der Wettbewerbsdruck und der Druck aus der Gesellschaft, der jetzt dazu kommt, dass die Unternehmen nämlich sagen, wir können unsere Produkte nicht mehr verkaufen. Da ist ein zunehmender Druck auch aus der Bevölkerung, unsere Produkte nachhaltiger zu machen.
Oder wir können uns das gar nicht erlauben, das nicht umzusetzen, weil unsere Wettbewerber machen das. Und wenn wir das nicht auch machen, wird es irgendwann zu unserem Nachteil. Und da sehe ich tatsächlich auch ganz, ganz viel Dynamik, die aus diesem Prozess kommt. Und da ist Politik, politische Regulation eben auch nur einer der Treiber. Wenn ich das mal übersetze, also ein bisschen abstrakter formuliere, dann läuft das doch darauf raus, dass gesagt wird, erstens die Frage gestellt wird, wer wird da eigentlich transformiert? Weil das ist ja oft nicht klar. Bin ich das persönlich? Ist das mein Unternehmen? Ist das die EU? Ist das diese Stadt, in der es funktioniert? Oder ist das ein großes politisches Gebilde? Also das ist das eine, wer wird transformiert? Und das zweite ist eigentlich klar, was und wohin transformiert wird? Und das scheint mir, ist ja bei Transformationsprozessen oft gar nicht klar und gar nicht explizit deutlich gemacht. Also möglicherweise gibt ja Prozesse, da ist ganz schwer festzumachen, wer ist eigentlich der Treiber bei der ganzen Sache. Ja, ich bin mir nicht so sicher, dass es wirklich dass wir vor einer Transformation stehen, die eine politische ist. Also, weil politische Transformationen finden in bestimmten Lebensformen statt. Und es könnte sein, dass wir unsere Lebensform einfach nicht fortsetzen können. Und dass die Transformation, die uns bevorsteht oder die jetzt anfängt, ebenso ähnlich ist wie die Transformation, die vor 10.000 Jahren stattgefunden hat, als aus Jägern und Sammlern Sesshafte geworden sind. Irgendwann nach der Sesshaftigkeit hat sich eine anthropozentrische Lebensform entwickelt, die den Menschen auszeichnet gegenüber anderen Lebewesen als ein vernünftiges Tier, das die Fähigkeiten und das Recht hat, die Umwelt auszubeuten. Und jetzt erleben wir, dass diese anthropozentrische Lebensform nicht funktioniert. Und die Transformation einer anthropozentrischen Lebensform in eine nicht anthropozentrische Lebensform wird keine politische sein, sondern eine viel grundlegendere. Und wir lernen jetzt, dass es auf der Welt viel mehr kleine Kulturen gibt, die überhaupt nicht anthropozentrisch funktionieren. Oder weniger zumindest. Sogenannte animistische Kulturen, die irgendwie nicht finden, dass Menschen besonders vernünftig sind, besonders klug sind, von Gott aus als Ebenbilder Gottes das Recht haben, Tiere als Vorwürste zu verwenden. Der globale Austausch führt vielleicht dazu, dass es uns leichter fällt, diese Transformation durchzuführen. Aber wenn es keine politische Transformation ist, dann ist es natürlich ganz besonders schwer zu sagen, wer der Agent dieser Transformation ist. Weil also wir wissen nicht, wer vor 10.000 Jahren entschieden hat, eine Stadt zu bauen und Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Vermutlich niemand. Und ich glaube, niemand wird entscheiden, dass wir Tiere, Landschaften, Flüsse irgendwie als politisch relevante Entitäten betrachten. Aber das beginnt langsam. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe jetzt, dann ist das klare Votum von allen dreien zu sagen, so wie wir im Moment die Prozesse andenken, also die Transformationsprozesse, nämlich, dass sie irgendwie in Berlin entschieden und gesteuert werden und möglichst klug entschieden und gesteuert werden und dann setzen wir das irgendwie um, grundlegend falsch gedacht sind. Ja, es ist schon für Deutschland falsch gedacht, für die ganze Welt erst recht. Ja, also wir haben. Wie würden Sie das Herrn Habeck zum Beispiel erklären? Kommt drauf an, über welches Thema wir diskutieren. Genau über das Thema. Du machst das vollkommen falsch, weil, lieber Robert, es ist kein politischer Prozess, in dem das entschieden werden wird. Ja, aber da sprechen wir über das grundsätzliche Politikverständnis der Grünen. Nicht nur von Herrn Habeck. Ich meine, Herr Habeck ist nach meinem Verständnis oder Erleben noch einer der kommunikativsten Politiker, die wir haben, der noch am ehesten versucht, mit der Gesellschaft in einen Dialog zu kommen etc. Deswegen ist er aber trotzdem auch in Entscheidungsprozesse eingebunden, die ihn vielleicht auch in bestimmten Konfliktkonstellationen und Spannungsverhältnissen dazu bringen, das zu tun, was er tut. Er traut sich vielleicht auch nicht mehr Dinge zu Ende zu denken, bevor sie irgendwie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und das ist natürlich schon schwierig, hat aber auch was mit diesem hektischen Schneckentempo zu tun, dass überall direkt irgendwie so eine Art Lösungspflaster, ein Scheinlösungspflaster draufgeklebt werden muss. Vielleicht bin ich ja naiv, aber ist das nicht so, dass wir, und ich ziehe Sie da jetzt einfach mal, ohne Sie genau zu kennen, ein,
dass wir konkrete Lösungen wollen. Also wir wollen nicht 15 Jahre lang darüber nachdenken, machen wir nun Wärmepumpen oder nicht, oder haben wir vielleicht irgendwie ein anderes Modell, sondern die meisten Menschen wollen ja relativ bald, und das kann man kritisieren, man kann sagen, völlig falsch, das müsst ihr ändern, aber die meisten Menschen wollen ja einigermaßen eine sichere Planung haben. Gut, aber also jetzt ist Wärmepumpe ein sehr konkretes Beispiel, was aber in den großen Kontext reingehört, der ja auch schon angesprochen wurde. Wir müssen unsere Lebensverhältnisse ändern. Aber ja, weil wenn wir so weitermachen, die Sie angesprochen haben, diese Stadt muss sich fragen, pflanze ich da jetzt einen Baum hin und mache was für die Temperatur oder nicht? Wie mache ich das mit meiner Energieversorgung? Angenommen, es gibt eine Energieversorgung da. Ich meine, diese ganz konkreten Probleme, das wollen die ja auch in dieser super funktionierenden Transformationsstadt machen. Ja, aber das ist ja schon der Initiationsfehler. Wenn man sagt, man will diese ganz konkreten, das ist ja genau die politische Frage, die stellen die sich ja auch. Wir brauchen jetzt ein ganz konkretes Problem, statt mal eine konkrete Lösung, statt mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wo liegt denn das Problem eigentlich überhaupt? Und das liegt eben in vielen, also die Antwort habe ich jetzt auch nicht hier im Drei-Zeilen-Format, aber sie liegt ja in ganz grundsätzlichen Haltungen, zum Beispiel, was ist die Stellung des Menschen im Verhältnis zur Natur? David Abram hat 98 oder so ein wunderbares Buch geschrieben über den Reichtum der Sinne, The Spell of the Senses, wo er sagt, eigentlich ist es schon ein falsches Framing zwischen der menschlichen und der nichtmenschlichen Natur zu unterscheiden, sondern es gibt nur die mehr als menschliche Natur, wo der Mensch eben nicht, also dieses westliche binäre Denken, das immer unterscheidet zwischen A und Nicht-A, zwischen Mann und Frau, zwischen Westen und Nicht-Westen, zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, das sind ja alles binäre Narrative, die wir permanent fortsetzen und die genau dazu führen, dass wir die wirklichen Lösungen nicht finden. Und dann sind wir auch schnell im Bildungssektor, über den würde ich viel lieber sprechen als über Wärmepumpen, weil weil dort das Denken, also nicht geformt, aber ermöglicht wird. Ja, weil da Sichtweisen auf diese Welt und auf uns selber geprägt werden. Und wenn wir ewig und drei Tage dieses Narrativ von es gibt den globalen Norden und es gibt den globalen Süden, Klammer auf, Entwicklungsländer, Klammer zu. Das heißt, die müssen sich noch entwickeln und wir wissen ja eigentlich, wie es geht. Wenn wir das Narrativ immer fortsetzen, dann kommen wir nie vom Fleck. Und dann auch nicht mit der Wärmepumpe. Aber wenn wir in der Bildung einmal anfangen und sagen, also und Menschen, Kinder, Jugendliche, dafür begeistern, diese Welt kennenzulernen, ihnen Fragen mitgeben, sie zum Fragen stellen motivieren, wenn sie etwas ausprobieren können, wenn sie in Debatten eintreten können, dann haben wir eine Chance, dass da Generationen heranwachsen, die diese Aufgaben auch wirklich aktiv angreifen. Und ich erlebe viele Schülerinnen und Schüler, die sich danach sehnen. Wir haben so ein Bild, dass alle sowieso immer nur faul sind und nicht arbeiten wollen und sowas. Das glaube ich nicht. Gerade die jungen Menschen haben noch dieses genuine, ich möchte was mit dieser Welt tun. Ich bin da ganz bei Ihnen. Wir können auch gerne gleich über Bildung reden. Ich habe vor drei Tagen ein Gespräch mit Michael Sandel gehabt. Da landeten wir bei demselben Punkt und er sagte, naja, es gibt da ein großes Problem. Wenn die ganze neoliberale Marktwirtschaft schön weiterläuft und ich nach der Ideologie handle, Leute, der Markt ist neutral, der Markt wird das eigentlich regeln. Und die einzige Möglichkeit, mich auf dem Markt zu behaupten, ist, mich zu bilden. Weshalb bestimmte Klassen es einfach haben, auch Kapital anzuhäufen und andere nicht, dann benutze ich das Bildungssystem, um Probleme zu lösen, die ich eigentlich auf einer ökonomischen Ebene lösen müsste. Das war die Argumentation von Sandel. Mhm. Da würde ich vielleicht gerne gleich noch mal drüber einsteigen. Aber darf ich dazu was sagen? Ja, klar. Kurz. Wenn man schon mit einem anderen Menschenbild da dran geht, nämlich dass der Mensch Teil dieser Natur ist und nicht ist eine menschliche und eine nichtmenschliche Natur ist, dann kommt da in der Folge letztlich auch ein Abschied von dieser zweckrationalen
Umgangsweise mit Natur und mit natürlichen Ressourcen. Und dann kommen wir sehr schnell dahin, dass die ökonomische Logik und die neoliberale Logik nicht die einzige ist und schon gar nicht die dominante sein sollte. Absolut richtig. Damit bin ich jetzt nicht ein Vertreter dieser klassischen Degrowth-Diskurse oder so etwas. Da muss man auch noch mal drüber sprechen. Aber jedenfalls diese Selbstverständlichkeit, mit der wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft alles lösen muss, die scheint mir alles andere als weiterführend. Das war ja gerade sein Punkt. Ja. Können Sie denn in Ihrer Praxis oder im Gespräch mit Politikern zum Beispiel, Sie haben ja tatsächlich mit denen zu tun, können Sie diese Argumentation denn anwenden? Können die das verstehen? Können Sie das umsetzen? Hilft Ihnen das dabei? Ich würde an der Stelle tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor ich jetzt wieder über die Politik diskutiere. Über die Ökonomie können wir mal diskutieren. Denn letztendlich dieses Argument, die Ökonomie, der Markt wird das schon regeln, basiert ja darauf, dass wir tatsächlich die tatsächlichen Preise und Kosten auch berücksichtigen. Und das tun wir ja immer noch nicht. Wenn wir den Preis von CO2 uns angucken, externe Effekte, Konsequenzen des Klimawandels, Schäden, die nicht nur in Deutschland dann natürlich auch ausgelöst, sondern global an anderen Orten, dann kann der Markt das nicht alleine regeln, weil wir einfach tatsächlich diese ganzen Effekte ja nicht eingepreist haben. Und an der Stelle ist das schon anders. Ein anderer Punkt ist, Menschen möchten gerne mitentscheiden. Und immer dann, wenn es eine Entscheidungsfreiheit gibt und die Optionen so attraktiv sind, also immer dann, wenn die nachhaltige Option entweder attraktiver kostenmäßig ist oder zumindest relativ vergleichbar und es gibt diese Entscheidung, dann sehen wir tatsächlich in all unserer Forschung, dass der Trend ganz klar dahin ist, dass diese nachhaltige Entscheidung auch getroffen wird. Und da müssen wir hinkommen und wir sehen natürlich auch, und das wird jeder von Ihnen erlebt haben im Gespräch, immer dann, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mitentscheiden. Man kriegt etwas vorgesetzt, was man mitmachen muss, dann ist es oft so, dass man natürlich so eine innerliche Resistenz auch entwickelt und sagt, das mache ich erst recht nicht. Und ich glaube, da müssten wir die Diskussion viel mehr hinbringen. Und dann sind wir auch wieder bei diesem Thema Partizipation, Mitgestalten. Ich bin da sehr bei Ihnen, aber Sie kennen das, weil haben Sie wahrscheinlich auch schon häufig diskutiert. Sie kennen dieses klassische Beispiel mit dem Supermarkt. Ich weiß, dass ein Drittel der Produkte, die im Supermarkt, weiß man einfach empirisch, ein Drittel der Produkte, die im Supermarkt sind, sind ungesund. Die schaden unserer Gesundheit. Zu Fett, zu viel Zucker. Die Ideologie ist, du kannst an der Kasse bestimmen, was in diesen Regalen ist. Du als Einzelner. Das heißt, ich stehe vor dem Regal mit der Peitsche, dann nicht kaufen, nicht kaufen, nicht kaufen. Ich selber übe mich also in Enthaltsamkeit und züchtige mich und nein, ich kaufe das nicht. Statt mit einem einzigen Strich zu sagen, wie man das in England zum Beispiel Limonaden gemacht hat und mit Chips und solchen Sachen, der Scheiß kommt einfach nicht mehr ins Regal. Punkt. Das heißt, ich habe nicht Millionen von Leuten, die sich jeden Tag einzeln geißeln vor den Regalen, ihre schreienden Kinder, die aber diese Ferrero-Scheiße essen wollen, diese schreienden Kinder da rausholen, sondern der Scheiß steht überhaupt nicht mehr im Regal. Worauf ich hinaus will, ist, das ist ja sehr, sehr schön, dass ich selber mitentscheiden soll, aber die Industrie hat mich ja schon längst gekauft, indem gesagt hat, super, dass du mitentscheiden willst, kannst du jedes Mal in jedem Supermarkt an der Kasse machen. Ja, auch da bin ich allerdings trotzdem der gleichen Auffassung, wenn jetzt jemand dahergeht und sagt, diese Dinge dürfen nicht mehr in den Supermarkt und man letztendlich ja wieder eine Entscheidung oder ein Verbot aufstellt, ist auch das wird wieder zur Resistenz führen, weil man gerne die Entscheidungsfreiheit haben möchte. Und dann kommen wir wieder dahin, Bildung, auch im Hinblick auf Ernährung, auf Gesundheit, da kriegt man die Menschen und nicht, wenn man hingeht und sagt, das wird jetzt einfach nicht mehr in den Supermarkt gestellt. Außerdem wird das sehr beliebig, nicht? Ich meine, definiere Scheiß. Also die eine Fanta oder Cola oder so etwas ist eben nicht das Problem. Ja. Es ist ja immer eine Frage des Maßes. Das heißt, was stellt man denn dann alles nicht mehr in die Regale? Was steht denn da überhaupt noch drin nachher? Und werden wir alle gezwungen, regelmäßig Sport zu machen? Haferflocken. Ja, also in der Tat, das ist nicht so leicht zu entscheiden. Also da sind wir wieder bei dieser Verbots... Heißt das denn, dass ich überhaupt nicht entscheiden sollte? Ja, ich glaube, dass das ein weiteres schwieriges Problem bei unserem gegenwärtigen Selbstverständnis ist, dass neben der anthropozentrischen Vorstellung, dass wir uns auszeichnen gegenüber anderen Wesen aufgrund unserer Rationalität und ich weiß nicht was,
glauben wir auch, dass wir eine Willensfreiheit haben aus irgendeinem Grund. Aber es gibt nicht viele wissenschaftliche Evidenzen dafür. Aber die neoliberale Ideologie benutzt natürlich diese Vorstellung, dass ich vor dem Süßigkeitenregal gefälligst meine Entscheidungsfreiheit behalten muss. Denn die ist ja essentiell für mich, nicht? Aber wo ist sie denn? Also es gibt viele Philosophen, die ziemlich plausibel dafür argumentiert haben, dass es die gar nicht gibt. Und dann steht theoretisch die neoliberale Ideologie der Selbststeuerung auf ziemlich tönernen Füßen, würde ich sagen. Absolut. Aber was folgt daraus für die größere Fläche, also für die, jetzt in dem Fall wäre es die Belieferung von Supermärkten und unseren Umgang mit Supermärkten. Heißt das also, ich lasse es im Prinzip weiterlaufen? Heißt das, ich steuere, in Klammern, wenn ich steuere, wer steuert dann? Wie gehe ich mit diesem Problem um? Das ist ja jetzt nur ein Problem stellvertretend für ein anderes. Ich will jetzt nicht über Supermärkte nur reden, aber wir sind jetzt bei dem Beispiel gelandet. Also wie gehe ich mit diesem Problem um? Wie reguliere ich das? Was würden Sie denn aus Ihrer, also wahrscheinlich die wissenschaftliche Art und Weise wäre jetzt zu sagen, ich mache jetzt ein Modell vom Leben des Supermarktes. Da gehört der Sport zu, der gar nicht im Supermarkt stattfindet. Da gehört Bildung über gesunde Lebensweise zum Beispiel zu. Ich mache da jetzt ein Supermodell. Und wie entscheide ich jetzt? Ja, also meine Perspektive darauf wäre, und das wird zum Teil ja jetzt gemacht, dass man weggeht von diesem, ich platziere die Süßigkeiten so prominent an der Kasse, dass jedes Kind einen ganz großen Wutanfall kriegt, wenn es das Produkt an der Kasse nicht bekommt, hin zu, man platziert vielleicht die gesünderen Alternativen. Das heißt, man nimmt nicht die Entscheidung vorweg oder ein Verbot, irgendwas darf da nicht mehr stehen, aber man stellt die gesünderen Produkte so hin, dass sie offensichtlich ins Augen gefällt und eröffnet so vielleicht attraktiver die Option, sich für das gesunde Produkt zu entscheiden. In meiner Forschung... Michael Hampe würde sagen, das ist genau eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, die neoliberale Variante. Ja, also ich glaube, dass das Nonsens ist. Also ich glaube, dass die Alternative ist nicht, ob wir uns richtig oder falsch entscheiden, sondern die Alternative ist, haben wir Handlungsmacht oder werden wir süchtig gemacht? Und wir werden an allen möglichen Ecken und Enden der Gesellschaft süchtig gemacht und wir verlieren an allen möglichen Ecken und Enden Handlungsmacht. Und das hat nichts mit Entscheidungsfreiheit zu tun. Also ich will jetzt kein philosophisches Seminar hier aufmachen, aber die spinozistische Theorie beispielsweise versteht unter Freiheit Handlungsmacht, aber nicht Entscheidungsfreiheit. Und sie sagt, ein Mensch ist umso freier, je größer die Handlungsmacht ist. Und er ist umso unfreier, je geringer die Handlungsmacht ist. Und was mit Nudging und allen möglichen anderen Mechanismen passiert, ist, dass unsere Handlungsmacht permanent eingeschränkt wird. Ich würde gern kurz nur darauf aufmerksam machen, was Wolfgang Streeck hier im Max-Planck-Institut für Sozialforschung in Köln dazu sagt. Er hat gesagt, naja, die Standardantworten auf die Frage, die ich jetzt eben, das, wie gesagt, der Supermarkt passt pro toto nur, die Standardantworten auf diese Frage sind vier Stück. Die erste ist Coping. Das sind Bewältigungsstrategien, um mit extremem Druck umzugehen. Ich bleibe jetzt mal bei diesem bescheuerten Problem. Also ich entwickle eine Coping-Strategie, durch Bildung zum Beispiel, meinem schreienden Kind klarzumachen, dass es bitte beim nächsten Mal nicht mehr schreit. Coping. Strategie Nummer 1. Strategie Nummer 2 ist Doping. Wege, um Leistungsfähigkeit auf kurze Sicht aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel eine Veränderung in der Stadt auf kurze Sicht gerade noch einzuspeisen, weil ich weiß, in einem Jahr ist Wahl, dann wird das sowieso wieder zurückgedreht, das ganze Ding. Das wäre Doping. Die dritte Strategie, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist Hoping. Das sind Mechanismen, uns das hier und jetzt durch Vorstellungen, also insbesondere durch Imagination eines anderen Zustandes, irgendwann werde ich gesund sein, wenn ich aus diesem Supermarkt raus bin, ein anderer Zustand, den wir zu erreichen hoffen, der macht es uns erträglicher, jetzt doch die Chips zu kaufen und ehrlich gesagt die Chips hinterher zu essen. Shopping ist Kompensation durch Teilhabe an der Konsumgesellschaft. Das erleichtert mich total. Weil ich weiß, es ist einfach angenehm. Also das sind die Bewältigungsstrategien, die wir im Moment, das ist, wie gesagt, das sagt jetzt nicht irgendjemand, sondern es ist immerhin Max-Planck-Institut für Sozialforschung, Coping, Doping, Hoping, Shopping.
Das sind die vier Strategien, mit denen wir weitgehend Transformation zurzeit bewältigen. Jetzt bin ich keine Ernährungs- und Konsumforscherin, aber trotzdem würde mich interessieren, was ist denn dann die Lösung? Also was wäre die Lösung zu diesem Problem im Supermarkt? Im Supermarkt, ja. Man muss sich eingestehen, dass die Kaufhandlungen Formen des Süchtigmachens von Menschen sind. Und das müssen die Doping. Menschen sich auch selbst eingestehen. Und dann müssen sie sagen, also ich verliere ja meine Handlungsmacht. Ich verliere durch bestimmte Nahrungsmittel meine Handlungsmacht. Ich verliere durch, weil ich Geld erwerben muss, um beispielsweise eine bestimmte Mobilität aufrechtzuerhalten, meine Handlungsmacht. Und mir wird aber immer dauernd gesagt, ich habe mich dafür frei entschieden, deshalb müsstest du es auch mögen. Aber sobald ich das wegstreiche, sobald ich sage, ja, weil ich mir ein bestimmtes Nahrungsmittel oder ein bestimmtes Fortbewegungsmittel zugelegt habe, habe ich mich freiwillig dafür entschieden. Sobald ich sage, das stimmt doch gar nicht, sondern ich bin da reingelockt worden gewissermaßen, nicht? Ich bin angefixt worden. Sobald ich mich als eine süchtige Person wahrnehme in bestimmten Situationen, deren Handlungsmacht eingeschränkt worden ist, ist das Bild ein ganz anderes. Dann kann ich den Verschiebebahnhof nicht mehr spielen von der Politik zu dem Einzelnen. Ihr seid ja alle verantwortlich dafür. Wenn ihr das alles kauft, den Schrott, ist ja eure eigene Schuld, nicht? Dann können wir politisch nichts machen. Das ist ja der übliche Verschiebebahnhof. Man macht keine Regulation, weil die Einzelnen verantwortlich sind. Aber wenn man nicht weiß, welche Willensfreiheit eigentlich dafür verantwortlich ist, dass sie sich das kaufen, was sie sich kaufen, ist das Ganze keine plausible Geschichte mehr. Also, gibt es in Ihrer Welt nicht süchtige Menschen? Es gibt Graduierung von Sucht, ja. Also Graduierung von Abhängigkeit, würde ich sagen. Ja, aber ist dann diese Form von Abhängigkeit, natürlich sind wir alle in der einen oder anderen Weise abhängig, ist die so freiheitseinschränkend, dass wir wirklich nicht mehr von Handlungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit sprechen können? Also heißt das, dass die Verantwortung wirklich von dem Einzelnen weggetan werden muss? Und wieso genau soll dann der Politiker verantwortlich sein? Der ist doch mindestens genauso abhängig. Also was Sie quasi bekommen, ist eine Graduierung von Handlungsmacht. Nicht? Und das betrifft genau das, was Sie vorhin gesagt haben, dass wir nicht zwischen uns und der inneren Natur und der äußeren Natur gut unterscheiden können. Ich bin natürlich abhängig von diesem Wasser hier. Weil ich sterben werde, wenn ich nicht in regelmäßigen Abständen das zu mir nehme. Aber ich werde nicht sterben, wenn ich nicht in regelmäßigen Abständen Ferrero-Pralinen zu mir nehme. Ja? Das ist eine andere Art von Abhängigkeit. Da gibt es eine Graduierung. Aber die eine Abhängigkeit dockt an die andere an. Und je mehr Abhängigkeiten ich gerate, umso geringer ist meine Handlungsmacht. Aber das ist quasi das Modell, nicht? Ja, aber daraus folgt doch dann, dass es als wünschenswert erscheint, möglichst wenig Abhängigkeiten zu haben. Also ein gesellschaftliches Zusammenhängeleben zu organisieren, genau. Das möglichst wenig Abhängigkeiten Ich verrate schafft. Kein Geheimnis, wenn Kants Idee der Aufklärung als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit genau das ist. Ja, aber Kant hat übersehen, dass der Mensch auch Gefühle und Neigungen und Leidenschaften hat. Zur Unmündigkeit gehören die Leidenschaften, die mich ja genau dazu führen, unmündig zu sein. Ja, aber er ist schon sehr vernunftorientiert. Und vielleicht ist das einer der weiteren Fehler, die wir betreiben, dass wir den Menschen versuchen, als Vernunftwesen zu adressieren, statt ihnen als Ganzes. Na gut, wir waren ja hier bei der Autonomie. Wir haben ja jetzt, okay, ich gebe zu, das habe ich jetzt eingeführt, aber wir waren ja hier bei der Autonomie eigentlich. Also wie viel Abhängigkeit gestatte ich mir? Ich weiß, ich bin ein abhängiges Wesen. Übrigens Tiere genauso wie Menschen oder auch Pflanzen. Wir sind immer abhängig. Ja, ja, genau. Aber wir haben halt die Vorstellung, dass wir beispielsweise, das ist auch etwas, was ich ganz oft mit den Leuten, die Techniken entwickeln, diskutiere. Wir haben die Vorstellung, dass wir durch die Entwicklung bestimmter technischer Problemlösungen unseren Handlungsspielraum erweitern. Durch das Auto erweitern wir den Handlungsspielraum. Durch die Telekommunikation mit dem Handy erweitern wir den Handlungsspielraum. Und was wir nicht einkalkulieren, ist, dass wir abhängig werden, dass wir das Auto parken müssen, dass wir das Auto pflegen müssen, dass wir Geld für das Auto ranschaffen müssen, dass wir die SMS beantworten müssen und so weiter. Ja, also dass wir quasi in viele Sachen hineingeraten durch die Notwendigkeit, sich an den Gadget anzupassen, die unsere Handlungsmacht verringern. Was ja die Industrie übrigens, also ich muss nur an Apple denken und die ständigen Updates, die man machen muss. Und wenn die nicht mehr gehen, schmeiße ich das Handy weg und kaufe die nächste Generation. Was die Industrie ja permanent ausnutzt als Prinzip. Da bleibt mir aber trotzdem die Frage, also wie finden wir jetzt den gesunden Mittelweg? Danke. Und? Ich gebe die Frage gleich weiter, ja. Ich gebe die Frage auch gleich weiter. Joker. Ich
würde die Frage gerne mal wieder auf eine Krise anwenden, denn ich sehe jetzt in der Schokolade im Regal nicht so die zentrale Krise. Ja, aber also das ist doch wirklich nur ein Beispiel. Wir müssen uns wirklich jetzt nicht am Ferrero festhalten. Nein, also, aber das ist, eine Metapher für ein generelles Verhalten stärkeren Abhängigkeiten gegenüber. Ja, und ich möchte gerne eine Abhängigkeit nochmal ansprechen, wo ich wirklich viel Verzweiflung sehe, nämlich die Abhängigkeit der jungen Generation davon, dass wir mit dem Klima auf eine Art und Weise umgehen und mit der Biodiversität und mit der Umweltverschmutzung und mit der Zerstörung ganzer Lebensräume, die ihre Lebensgrundlagen wegnimmt und ihre Freiheitsräume, eben was das Bundesverfassungsgericht auch anerkannt hat, eben für die Zukunft auf eine unvertretbare Weise einschränkt. Und das ist eine Krise und da besteht eine, also man weiß, man ist abhängig von diesen natürlichen Lebensgrundlagen und Umweltbedingungen, aber man ist machtlos, weil man nicht gehört wird oder weil man nicht ausreichend gehört wird oder weil eben die Prozesse, die gesellschaftlichen und die politischen Prozesse nicht auf eine Art und Weise ablaufen, die eine hoffnungsfroh stimmen, dass eben so etwas wie das 2 oder gar das 1,5 Grad Ziel irgendwie erreichbar erscheinen. Und das, also was sind denn Transformationsprozesse, die stattfinden müssen, damit das tatsächlich mal ganz anders auf die Agenda kommt? Und das lösen wir ja auch nicht in Deutschland, das können wir ja nur international auch lösen. Wo sind denn die Transformationsprozesse international und die Institutionen international, die uns ermächtigen, damit auf angemessene Weise umzugehen? Ich glaube, das ist ein riesengroßes Fragezeichen. Jetzt bin ich seltsamerweise genau auf Ihrer Seite von eben bei dem afrikanischen Beispiel, weil ich sagen würde, diese Fragestellung, die so typisch ist für Deutschland, die ganzen Medien, die ganzen Feuilletons und so weiter durchzieht, dieser Depressionshype, der hinter dieser Fragestellung steht, der ist typisch deutsch und da finde ich in Afrika ein tatsächlich bessere Beispiel. Ich finde, wir haben das eben kurz angeschnitten, indigene, lokalere Lösungen, finde ich bessere Beispiele. Ich muss in dieser Depressionsblase nicht versinken. Wir waren unlängst zusammen in Japan. Ich glaube, wir teilen das Gefühl, dass die Japaner nicht in dieser Depressionsblase hängen gerade. Man kann darüber streiten, wie sie damit umgehen. Aber mir scheint diese Perspektive eine sehr deutsche Perspektive zu sein. Also es gibt aber auch in Lateinamerika etliche Gruppen, die enorme Schwierigkeiten haben mit dem extraktivistischen Vorgehen der Regierungen da, die mit den natürlichen Ressourcen, den Wäldern etc. auf eine Art und Weise umgehen, die den Menschen auch den Lebensraum nimmt. Na, das ist kein deutsches Phänomen. Gut, also wenn ich autokratische Systeme nehme natürlich, und Brasilien ist, was den Regenwald angeht, definitiv kein demokratisches System. Dann stehe ich als Indigener einer Militär- und Polizeimacht entgegen, die aufgrund ökonomischer Interessen mich zur Not tötet, wenn ich versuche, die Bäume zu schützen. Ja. Ja, aber was die depressive Stimmung angeht, finde ich, kann man das auch auf dieses Suchtthema beziehen. Also man kann sich auf eine Lebensform freuen, bei der Abhängigkeiten verschwinden. Geringer werden zumindest, ja. Ja, oder immer weniger werden. Deshalb, wenn man sagt, deshalb habe ich auch mit dem Problem, mit dem Begriff der Nachhaltigkeit Schwierigkeiten. Also wenn man sagt, Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir so wirtschaften, so handeln, dass wir unsere Lebensform fortsetzen. Ja, also ich schlage nur so viel Holz im Wald, dass es genug nachwächst. Ja. Das ist ja so, als würde ich als Raucher zum Arzt gehen und der stellt einen Lungenkrebs fest und jetzt sage ich, gib mir eine Therapie, damit ich weiter rauchen kann. Das wäre absurd. Nicht, dass ich darf ja diese Lebensform nicht fortsetzen. Ich kann ja quasi mich freuen, dass ich diese Abhängigkeit loswerde. Und das Gleiche könnten wir ja auch tun. Wir könnten ja sagen, es ist gut, wenn wir die Abhängigkeiten von einer bestimmten Wirtschaftsform, von bestimmten Technologien loswerden, die dazu führen, dass wir andere Abhängigkeiten, die viel elementarer sind, tatsächlich weiterhin erhalten können. Es ist ja wichtiger, dass man frisches Wasser hat, als dass man ein Handy hat. Nicht? Langfristig ja. Frau Wenghaus, Sie ich möchte nochmal auf tatsächlich eine offene Frage, die ich habe. Und zwar, jetzt komme ich ja aus der empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung, arbeite ganz viel mit Ingenieuren zusammen, ganz viel wird simuliert. Und wenn wir hingehen und dieses Thema der Nachhaltigkeit, also zum einen in der Komplexität, die wir jetzt haben, wir haben Klimawandel, wir haben Biodiversität, wir haben
Bildung, wir haben Hunger, den wir reduzieren. Also diese ganze Vielzahl an nachhaltigen Entwicklungszielen mit allem, was dahinter steckt. Und wir wissen, wir können die nicht alle gleichzeitig umsetzen. Irgendwie müssen wir also zwangsweise priorisieren, zumindest in der Umsetzung. Und das Ganze wird natürlich noch mal komplizierter, wenn wir nicht nur an jetzt und hier und in Deutschland denken, sondern wenn wir globale Beziehungen sehen und dann noch die Zukunft, zukünftige Generationen. Und wir gehen dann immer hin und wir befragen die Gesellschaft, die Politiker, wir schauen an, wie die Themen diskutiert wird, die Industrie und lassen bewerten und lassen priorisieren. Wir nehmen die nachhaltigen Entwicklungsziele und sagen, okay, können wir daraus irgendwie so eine Art normative Zielvorstellung ableiten? Aber mich würde tatsächlich interessieren, was können wir aus der Ethik, aus der Philosophie, wie können wir da zusammen lernen? Also was kommt aus den Disziplinen? Das ist ja hochkomplex und auch da gibt es keine leichte Antwort für, aber wie können wir es angehen? Also in dem Moment, in dem Sie Präferenz, also wenn man sagt, eine rationale Entscheidung für eine bestimmte Kontrolle der Entwicklung setzt voraus, dass ich eine bestimmte Präferenzordnung habe. Also es gibt ein ganz interessantes Buch von Laurie Paul über die Frage, wie sehen Transformationen aus, in denen sich Präferenzordnungen ändern. Und was sie sagt, ist, dass die natürlich nicht durch eine Meta-Präferenzordnung gesteuert sein können. Sondern dass die quasi irrational sind. Wenn ich von einer Präferenzordnung zu einer anderen übergehe, aber keine Meta-Präferenzordnung habe, kann ich den Übergang zur nächsten Präferenzordnung nicht rechtfertigen mehr. Also Meta haben Sie verstanden, ne? Das ist eine Regel, die mir angibt, wie ich mit Regeln umgehe. Also eine übergeordnete Regel. Also wenn ich sage, also dass alle Menschen eine Arbeit haben, dass alle Menschen einen bestimmten Lebensstandard in Deutschland oder in den USA haben, hat erste Priorität zu haben. Wenn wir das als erste Priorität setzen, dann geraten wir in ökologische Probleme, die wir nicht akzeptieren können. Also müssen wir diese erste Priorität kappen. Dafür können Sie meiner Ansicht nach sehr schwer rational argumentieren. Also da bezogen auf Ihre Ziele ist ja offensichtlich das Problem, wir haben uns ja eben kurz schon mal drüber unterhalten, dass ich diese wunderbaren Sustainability-Ziele habe. Ne? Die gibt es als Button und so, die tragen wir auch immer wieder vor uns her. Aber wenn ich es genau analysiere, ist eigentlich das Zusammenspiel dieser Nachhaltigkeitsziele vollkommen ungeklärt. Ich habe keine Regel, die mir angibt, sozusagen, welches Nachhaltigkeitsziel ich in welcher Präferenzordnung zuerst oder als drittes oder wie auch immer verfolge. Die Message an uns alle lautet immer, ja Leute, das müsst ihr alles gleichzeitig machen. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung im Moment, wie wir es gleichzeitig machen. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ich ja häufig in der Sendung habe, die nicht selten direkt aus Beratungsgesprächen aus Berlin kommen, mit Leuten, die versuchen irgendwie, Entscheidungen zu treffen und zu beraten, die sagen, was da herrscht, ist fundamentale, das ist genau das, was Sie sagen, fundamentale Ratlosigkeit. Weil wir einfach keine Metapräferenz, keine Reihenfolge, keine Regel für die richtige Reihenfolge und so weiter haben. Wir wollten ja auch noch über die Ethik sprechen. Ja, das war die Frage, sorry, genau, dass ich mich angemischt habe. Deswegen würde ich jetzt gerne mal etwas zu der Funktion von Ethik sagen. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, Ethik ist eine wissenschaftliche Disziplin. Das würde ich jetzt mal so nicht verfolgen. Ist sie natürlich auch, aber darum geht es mir jetzt nicht, dass die Wissenschaft im Sinne von ein Ethiker weiß dann, wo es irgendwie lang zu gehen hat. Da gibt es ja auch eine ganze Vielzahl an Theorien und das ist für den akademischen Diskurs interessant, aber nicht, glaube ich, für diesen Kontext primär. Was mir aber wichtig daran ist, dass jeder Transformationsprozess, jede politische Entscheidung ist immer implizit auch eine ethische Entscheidung, weil man etwas für besonders wichtig erachtet. Und das, was man als besonders wichtig erachtet, tut man, also das hat offensichtlich einen ganz besonderen Wert. Und dieser Wert hat in aller Regel, wenn man ihn hinterfragt, eine moralische Relevanz. Zumindest ist das ja auch die Verantwortung des Menschen und der Mensch kann ja auch gar nicht anders, als irgendwie werteorientiert zu handeln. Das tut er nicht immer explizit und ausdrücklich nach ausführlicher Abwägung, aber er tut
alles, was er tut, weil ihm das aus irgendeinem Grunde besonders wichtig ist. Das heißt, wir müssten eigentlich auch nur mal viel konsequenter danach fragen, welcher Wert oder welche Werte, welche Präferenzordnung diesen Menschen, diesen Politiker, diesen Wissenschaftler, wie auch immer, genau zu dem treibt, was er tut oder was er entscheidet oder wie er handelt. Und die Bevölkerung natürlich genauso. Wenn wir jetzt über ethische Werte, und davon gibt es ja Dutzende, Hunderte, nachdenken, scheint es mir auf einer ganz, ganz abstrakten Ebene erstmal darauf hinauszulaufen, dass wir genau drei Werte haben, an denen wir uns orientieren können. Das ist die Würde, das Leben und die Gerechtigkeit. Und Leben meine ich damit nicht das menschliche Leben, sondern das Lebendige überhaupt. Also Achtung vor der Würde, vor dem Leben und vor Gerechtigkeit hieße, dass alle anderen Dinge, die wir auch für so wertvoll halten, wie Freiheit, Solidarität, Familie als Wert und so weiter, das fällt alles auf die eine oder andere Weise, lässt sich das in Beziehung setzen zu diesen drei fundamentalen Werten. Und wenn wir uns daran orientieren und immer mal fragen, wenn ich das jetzt tue, was hat das für Auswirkungen auf die Würde, auf würdevolle Lebensumstände in beispielsweise in Afrika oder in bestimmten asiatischen Teilen oder auch hier vor Ort bei Menschen, die obdachlos sind. Was hat das für Auswirkungen auf die Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen? Also ich würde jetzt mal aus der Perspektive von Life Ethics sagen, jede Handlung ist ethisch wünschenswert und gut, die dazu beiträgt, dass das Leben in seiner oder das Lebendigsein in seiner Erfüllung, Entfaltung, Schönheit und Fülle gefördert wird. Und alle Handlungen, die dem entgegenwirken, sind ethisch mindestens fragwürdig. Nachfrage, das betrifft ja auch die Kakerlake oder den Schädling, der, keine Ahnung, den Mais vernichtet oder was auch immer. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dass das grundlegende Problem ist, selbst wenn wir drei Werte haben, auf die wir das jetzt alles reduzieren könnten, haben wir ja noch keine Regel, wie im konkreten Fall welcher Wert mit welcher Dominanz angewendet werden kann. Das heißt, ich übersetze es nochmal, wir haben keinen Algorithmus, wir haben keine Regel dafür. Nee, das ist richtig, aber ich wollte es auch gar nicht reduzieren. Ich wollte das als Ausgangspunkt nehmen, als Startpunkt, um überhaupt in den Diskurs einzutreten. Denn wir verstehen ja alle wahrscheinlich etwas recht Unterschiedliches unter Gerechtigkeit und Solidarität oder unter und definieren Leben unterschiedlich oder eben die Fülle des Lebens oder die Entfaltung des Lebens. Aber genau dieser Diskurs würde dazu führen, dass wir uns besser untereinander verstehen, dass wir die Unterschiedlichkeiten herauskriegen, dass wir gucken, wo es Brücken gibt, wo man eben doch auf einen trotz unterschiedlicher Vorstellungen auf einen gemeinsamen Nenner kommt, weil die Letztorientierung auf das gute Leben hin doch etwas ist, was wir alle teilen. D'accord. Völlig, also, und ich meine, die Phil Cologne dient ja nicht zuletzt auch dazu, genau diesen Diskurs in die Öffentlichkeit zu tragen und laut die Frage zu stellen, wie wollen wir gemeinsam und zusammen leben? Aber wenn ich zu dem Fall des Indigenen zurückgehe, vor dem die Leute nicht nur mit dem Bulldozer stehen, sondern mit den Gewehren und ich genau in diese Situation jetzt eingespannt bin, wie gehe ich da vor? Und das ist ja keine erfundene Situation, das ist ja eine reale Situation. Also ich glaube, sobald man den Anthropozentrismus vergisst, wird das mit der Würde und der Gerechtigkeit schon sehr schwierig, weil dann eben die Frage ist, wie ist es mit der Würde der Orang-Utans, wie ist es mit der Gerechtigkeit gegenüber dem Wald und so weiter. Dann kriege ich plötzlich nichtmenschliche Wesen, die leben und auf die ich diese Werte anwende, und das ist für die Präferenzordnung ja furchtbar wichtig, nicht? Also zählen die Menschen jetzt mehr oder weniger als die Orang-Utans? Zählt die Siedlung mehr oder weniger als der Wald? Und ich glaube nicht, dass man mit Diskurs den Eindruck verhindern kann, dass man hier zu Streit kommt. Da wird es Streit geben. Den müssen wir haben. Genau, und aber das ist wichtig, das zu sagen. Es ist wichtig zu sagen, dass Auseinandersetzungen über Präferenzordnung Streitigkeiten sind. Und das ist keine wissenschaftlich rationale Lösung und auch keine philosophisch rationale Lösung gibt,
die uns dabei helfen kann, diesen Streit zu vermeiden. Und ich sage dann nur, werdet nicht grausam und macht euch keine Illusionen, aber streitet euch. Bringt euch nicht um und erzählt euch keinen Mist, aber ihr müsst euch streiten. Aber Sie sagen ja noch mehr, Sie sagen, und wenn ihr euch streitet, ihr werdet keine Regel finden, ja, die euren Streit schlichtet. Es gibt keine rationale Lösung des Problems, genau. Ja. Sind Sie damit, können Sie damit arbeiten? Naja, das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Das eine, was heißt das jetzt für die reale Umsetzung? Ich glaube, da sind wir noch weit weg. Ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt unmittelbar dazu zu einer Lösung kommen. Aber wie streiten wir mit zukünftigen Generationen? Das ist ja so ein bisschen das Argument, dass wir auch sozusagen das, was wir an Möglichkeiten für zukünftige Generationen, ne, die sollen wir auch einbeziehen. Wie machen wir das? Ja, können wir nicht. Also können Sie nur fantasieren, nicht? Also. Entweder junge Generationen, die jetzt schon leben, aber es gibt bei indigenen Völkern ein interessantes Spiel, das ist das Sieben-Generationen-Denken. Da wird immer überlegt, bei einer Entscheidung, die in dem Kollektiv getroffen wird, wäre die nächste Generation damit einverstanden, wäre die übernächste und die dritte, und das denken die bis zur siebten Generation. Also und wenn die siebte Generation diese Entscheidung nicht mehr mittragen würde, dann wird sie ad acta gelegt. Mhm. Ja, also das ist zumindest ja auch mal eine Art von langfristigem Denken. Jedenfalls ist das das Gegenteil von einem Denken in Legislaturperioden. Also ich würde behaupten, ich würde behaupten, das ist genau die Frage zum Beispiel, welche Rolle spielen Kinder in unserem politischen Prozess, und spielen noch nicht mal die jetzt gerade Kinder sind, also noch nicht wahlfähig, im Grunde genommen keine Rolle. Die haben keine Stimme. Und das weitere Problem, das Sie angesprochen haben, solange ich in der Demokratie keine Prozedur gefunden habe, notwendige langfristige Prozesse, und Klimawandel ist ein langfristiger Prozess, so zu lösen, dass nicht automatisch die nächste gewählte Legislatur alles auf den Kopf stellen kann und all das, was ich vorher gemacht habe, wieder komplett umwerfen kann, solange ich das nicht verstanden habe und in einem längerfristigen Kontext denke, komme ich keinen Millimeter weiter. Ja, ergänzt um die Tatsache, dass wir natürlich mit all den Themen, die wir tatsächlich mit diesen Gedanken angehen, immer in einer Situation sind im Moment, wo wir die Würde oder die Lebensumstände des einen verbessern, aber des anderen verschlechtern. Und das macht das Ganze natürlich so schwierig und komplex. Und im Moment wird das so gelöst, dass ich sage, naja, wer wehrt sich am wenigsten? Wen höre ich am wenigsten? Wer hat am wenigsten Stimme in der Öffentlichkeit? Okay, die kann ich ausknipsen. Brutal formuliert. Und das ist dann ein Gerechtigkeitsproblem. Richtig. Also es ist teilweise ein Gerechtigkeitsproblem, teilweise knipsen wir natürlich auch Wesen aus, auf die wir angewiesen sind. Ich meine, das Absägen des Regenwaldes ist ja nicht einfach nur eine Ungerechtigkeit gegenüber pflanzlichem Leben, sondern das ist eben auch ein völliger Irrsinn gegenüber unserer eigenen, gegenüber der Luft, die wir brauchen. Nicht? Also insofern ist die Repräsentanz von nichtmenschlichen Wesen in politischen Streitigkeiten, also einerseits von zukünftigen Generationen, es gibt ähnliche Prozesse bei nordamerikanischen Ureinwohnern, wo sie fragen, ja, was sagt der Wolf dazu, was sagt das Bison dazu, wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Also dieses latursche Modell, dass sie ein erweitertes Parlament haben, wo Wesen, die nicht menschlich sind, repräsentiert werden in dem politischen Streit, wird ja schon seit den 90er Jahren diskutiert in der Soziologie, in der Philosophie. Aber die Leute wurden lange Zeit irgendwie für irrsinnige Animisten gehalten, die das vorgeschlagen haben. Würde Ihnen das helfen also Ihre Frage, finde ich, ist ja die zentrale Frage, die wir uns alle stellen müssen. Und da wir hier im Philosophiefestival sind, ja, die Frage muss ja beantwortet werden, was macht die Philosophie da? Und wären Sie zufrieden damit, dass man sagt, das war ja Ihr Vorschlag, das Erste ist, dass wir sehr laut und immer wieder die Frage stellen wollen, wie wir leben wollen miteinander? Das Zweite ist, dieses Wir auszuweiten und zu sagen, wir ist nicht nur hier Mensch, sondern ist zur Not auch Kakerlake, sind die Orang-Utans, sind Pflanzen, sind Wälder. Also ich muss dieses Wir tatsächlich weiten. Ich muss Gemeinschaft anders denken, komplexer denken. Würde Ihnen das helfen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Frage, wie viel nicht lebende Natur, aber nicht Mensch man mit einbezieht, das macht das Ganze natürlich noch wieder komplexer. Ob mir das jetzt direkt weiterhilft, ich glaube, der Gedanke dahinter ist gut, aber in der eigentlichen Umsetzung macht es das natürlich noch schwieriger. Diese Themen versuchen wir natürlich ein Stück weit anzugehen, wenn wir immer wieder den Dialog suchen, die Partizipation, uns zu sagen, wie wollen wir leben? Das ist ja eine Frage, die wir in der empirischen Forschung immer wieder angehen. Aber auch da stoßen wir natürlich immer auch an methodische Grenzen. Also die Leute, die wir beteiligen, es sind schon eine Auswahl. Die Leute, die sich beteiligen können, die sich erreichen, ist nur eine Auswahl. Also dieses ganz große Ganze, wir können ja gar nicht alle. Und dann kommen wir natürlich auch immer die Fragen, was machen die Datenmengen, die wir jetzt verfügbar haben? Können wir über die sozialen Medien irgendwie verstehen, wie die Leute ticken? Das gibt ja methodisch neuen Spielraum auch zu sagen, können wir über, wir bringen eine begrenzte Anzahl an Leuten zusammen und befragen die oder lassen die mitdiskutieren, nochmal vielleicht mehr Möglichkeit auch zu verstehen, dieses wie wollen wir leben. Mhm. Ich spiegel die Frage mal zurück an Sie. Was würde denn passieren, wenn man diesen Prozess, über den wir jetzt hier relativ offen ja gesprochen haben, wenn man den noch mehr in die Öffentlichkeit bringen würde? Also wenn man zum Beispiel medial wirklich klar machen würde, wir haben keine Lösung. Wir müssen, dass wir anders denken. Kann ich damit überhaupt irgendwas, ich muss da immer wieder drauf kommen, kann ich damit politisch überhaupt irgendwas erreichen? Kann ich damit irgendwas machen? Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie ja, das ist die Situation, in der wir im Moment stehen. Das ist das Problem, was wir haben, und das ist das Problem, was wir im Moment alle nicht lösen können. Wir haben aber offensichtlich die Erwartung, und zwar nicht nur an die Politik, sondern auch an verschiedene Akteure in der Gesellschaft, sind ja nicht nur politische, dass sie diese Fragen lösen. Und wie lösen sie die? Naja, indem Leute wie Sie eingeladen werden, eine Expertenmeinung geben und dann habe ich eine Lösung. Und genau das funktioniert ja nicht. Genau, also erstmal, wir haben keine Lösung, ist ja auch nicht ganz richtig. Wir haben keine Lösung für alle Probleme gleichzeitig. Aber es gibt ja ganz viele Teilbereiche, wo wir schon Lösungen haben, Möglichkeiten haben. Das ist schon mal das eine. Und dass wir weiterdenken, ich glaube, das ist was, wo wir alle uns einig sind, wo wir auch immer wieder hinkommen. Ich glaube, da ist schon ein Konsens, dass wir das wir weiterdenken müssen. Und ich glaube, dass wir einfach weiter an den Lösungen arbeiten müssen. Da kommen wir, also ich meine, ich fürchte, das müssen wir sowieso machen. Ne? Ja. Die Frage ist, da war ich jetzt sozusagen, wie kommunizieren wir das? Wie kommunizieren wir auch unser, das ist ein Aspekt, der mit Weisheit sehr viel zu tun hat, wie kommunizieren wir unser Nichtwissen? Eine Weisheit, also der Start praktisch, ja, zumindest in unserer abendländischen Tradition mit Wissen, ist ja zu sagen, ich habe ein Wissen darum, wie viel ich nicht weiß. Und dieses Nichtwissen muss ich kommunizieren. Und damit muss ich umgehen. Da gibt es ja ganze Theorien jetzt zu und so weiter. Sie kennen das. Das stimmt. Wobei, also diese Frage, wie kommunizieren wir das, ist vielleicht auch eher was, bei Ihnen vielleicht Thema ist? Also ja, ich glaube, dass da eine große Diskrepanz, das haben Sie vorhin auch angemerkt, zwischen der Selbstwahrnehmung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der einen Seite und der öffentlichen Wahrnehmung von Wissenschaft ist. Also alle redlichen Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, die ich kenne, sind der Meinung, dass Wissenschaften keine Gewissheiten produzieren. Es ist aber immer noch die Erwartung der Öffentlichkeit, dass die Wissenschaften, wenn sie keine Gewissheiten produzieren, dann wahrscheinlich alles zusammengelogen ist oder alles politisch getürkt ist. Ja, dann, also entweder Gewissheiten oder es ist Quatsch. Richtig. Dass Wissenschaft was anderes ist, was Drittes, weder Quatsch noch Gewissheit, ist irgendwie nicht angekommen. Es gibt ein quasi religiöses Verhältnis zur Wissenschaft, so wie der liebe Gott es schon richten wird, muss es halt die Wissenschaft richten. Ja? Der Markt und die Wissenschaft sind quasi an die Stelle von Gott getreten, die werden es schon machen. Und das ist in der Öffentlichkeit ein zutiefst irrationales Verhalten, was einerseits die Wissenschaftlerinnen überfordert und andererseits dazu führt, dass die Lebensform gar nicht geändert werden muss. Man muss nur lange genug warten. Irgendwann wird die Wissenschaft ja das Ei schon ausbrüten, das uns retten wird. Nicht das ist das Schneckentempo. Ne? Ich gehe aber davon aus, dass, oder ich kenne auch Teile der Bevölkerung,
die dankbar sind für die offene Kommunikation von Nichtwissen und Unsicherheit, weil sie eben genau diese Scheinbarlösungen und diese Simpellösungen auch spüren, dass das gar keine Lösung sein kann, sondern dass es komplexer ist. Und die fühlen sich dann nicht ernst genommen und driften sonst wohin ab. Da gibt es ja vielfältige Dinge. Aber also ich glaube, je ehrlicher und offener man kommuniziert, desto glaubwürdiger kommt man immer noch bei einem Großteil der Bevölkerung an. Ich glaube, dass das wertgeschätzt wird und dass es unterschätzt wird, wie sehr es wertgeschätzt würde, wenn man es täte. Und die, dazu gehört ja auch die Frage, wem geben wir denn eigentlich die Entscheidungsmacht? Also ich ganz kurz vielleicht nochmal apropos Krise, ist ja schon angesprochen worden, Apple etc., die Tech-Giganten, also gucken wir uns doch mal die Verteilung von Reichtum in der Welt an. 1% der Bevölkerung, 1,2% oder so, verfügen über 47, irgendwas Prozent des gesamten Vermögens auf dieser Welt. Und 53% der Weltbevölkerung über 1% des Vermögens. Da sind wir bei dem Thema Gerechtigkeit. Und wie sind denn dann überhaupt, wie sind die Handlungsmacht, die Entscheidungsmöglichkeiten, die Entfaltungsmöglichkeiten? Aber es sind doch unsere Institutionen und Governance-Systeme und Regulierungen, die diese Form von Verteilung ermöglichen. Wir geben doch den, also wir lassen es doch zu, dass bestimmte entweder Unternehmen oder Institutionen etc. die Macht haben, unsere Lebensweisen zu definieren. Mittlerweile der von Stanford University gibt es Institute for Human Artificial Intelligence. Unternehmen haben die Wissenschaft in der Entwicklung künstlicher Intelligenz und also all der technologischen Systeme, die unsere soziotechnologischen Ökosysteme inzwischen prägen, bei weitem überholt. Das heißt, die Frage, die Wissenschaft fängt ja an, sich selber zu marginalisieren in dem, was sie tatsächlich an Transformation hervorbringen kann. Das sind ja ganz andere Player. Und deswegen, da kommen wir auf den Anfang zurück, glaube ich auch, dass diese alten Rollenzuschreibungen, die wir vielleicht noch im Kopf haben, überdacht gehören und wir neue Allianzen, vielleicht auch neue Institutionen schöpfen müssen, damit wir mit den tatsächlich anstehenden Transformationsprozessen zurechtkommen. Wir hatten uns vorher so abgesprochen, dass Sie zumindest in den letzten 10 Minuten die Möglichkeit haben sollen, auch eine Frage loszuwerden, die Sie möglicherweise haben. Wir haben auch ein Mikrofon. Also wenn es eine Frage oder zwei oder drei gibt an jemanden hier, gerne. Ich sehe das nur so, da hat sich jemand gemeldet. Danke. Ja, so sehen wir es besser. Ja, ich habe von einem Kollegen von Ihnen vor kurzem gelesen, jeder Mensch sollte seine Entscheidungen so treffen, dass er nicht weiß, auf welcher Seite der Entscheidung er nachher landet. Das heißt, wenn einer eine Entscheidung zu Flüchtlingen trifft, dann weiß er nicht, wenn er diese Entscheidung trifft, ist er Markus Söder oder ist er Flüchtling? Mhm. Und wenn jeder Mensch sich so verhalten würde, dann sähe die Welt wahrscheinlich auch schon etwas besser aus, denke ich. Ne? Das John Rawls, die Theorie der Gerechtigkeit und der Schleier des Nichtwissens, also der hat ja dieses hypothetische Szenario entworfen, dass wenn man eine Gesellschaft gründen möchte, die sich Regeln gibt, dann vernünftige Menschen, aber ohne eigene Interessen und ohne das Wissen, wo sie dann später, wenn sie hinter dem Schleier des Nichtwissens hervorkommen, landen werden und welche Rolle und welche Position in der Gesellschaft sie einnehmen werden, welche Regeln vereinbaren die dann? Und das ist genau die Frage, die Sie ansprechen. Und dann hat Rawls kam zu zwei Regeln, nämlich das erste, jeder soll das Höchstmaß an Freiheiten haben, das mit dem Maß an Freiheiten anderer vereinbar ist. Und der zweite, dass Ungleichheit, also das ist jetzt nicht wörtlich zitiert, aber vom Sinngehalt her, dass Ungleichheit nur so lange zulässig ist, bis der am schlechtesten Gestellte davon auch profitiert. Ja, und das setzt sich genauso um. Wenn ich nicht weiß, ob ich nachher Flüchtling bin oder nicht, versuche ich natürlich, Regeln zu schaffen, die es den Flüchtlingen möglichst gut gehen lässt. Dieser Schleier der Unwissenheit von Rawls, oder diese Fähigkeit, so zu denken, dass man die eigene Perspektive nicht privilegiert,
die setzt voraus, dass man in der Lage ist, sich zu relativieren im Verhältnis zu den anderen. Und das können Sie einerseits eben auf der Ebene Ihres engen sozialen Umfeldes machen, in Ihrer Familie, in Ihrer Stadt, in Ihrem Land. Das können Sie für alle Menschen machen und das können Sie für alle Lebewesen machen. Und entweder Sie erzeugen diese Fähigkeit zur Selbstrelativierung selbst oder sie wird Ihnen abgezwungen. Gegenwärtig wird sie uns wahrscheinlich abgezwungen werden. Nicht? Also wir müssen uns selbst relativieren, weil wir merken, dass wir von anderen Wesen, die wir zu wenig berücksichtigt haben, abhängig sind. So wie wenn sie in einem Staat so handeln, dass sie bestimmte Leute gar nicht berücksichtigen, die irgendwann auf die Palme gehen und Revolution machen, hoffentlich, wenn sie sich ermächtigen können. Vielen Dank für den Hinweis jedenfalls. Da ist noch eine Frage. Ja, ich bin jetzt irgendwo in der Depressionsblase gelandet, die noch schwärzer angemalt worden ist. Und ich habe das Gefühl, die Lösung ist, wir brauchen einen Diktator, der uns alle zur Askese verpflichtet. Aber ein blauer Elefant im Raum ist überhaupt nicht angesprochen worden, der hinter dem Ganzen steht, nämlich wir haben einfach zu viele Menschen auf der Welt. Und diese Welt hält diese Anzahl von Menschen nicht aus. Und damit glaube ich, mit einer weiteren Vermehrung können wir die ganzen Probleme nicht lösen. Darf ich Sie gerade noch zurückfragen, wie lösen Sie das Problem? Das weiß ich nicht. Es ist einfach nur der Gedanke, den ich habe. Aber man müsste darüber diskutieren, dass das eigentlich hinter dem Problem steckt. Ja, in Ihrer Frage steckt ja eine unterschwellige Message. Und die Message lautet, ich muss verhindern, dass noch mehr Menschen existieren. Also genauso wie ich verhindern muss, dass die Temperatur zunimmt, muss ich irgendwelche Strategien entwickeln, wie ich auch die Vermehrung der Menschheit einschränken kann. Okay, vielen Dank. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Also wenn ich richtig informiert bin, aber das wissen vielleicht andere besser als ich, sind die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei weiterer Urbanisierung und Entwicklung des Bildungsstandards sich die Weltbevölkerung bei 11 Milliarden einpendelt, relativ groß, diese Wahrscheinlichkeit. Und die Frage ist, wie viel Land brauchen diese 11 Milliarden Menschen, wenn sie sie konzentrieren können in großen Städten und viel Landfläche freigeben, kann es durchaus sein, dass es 11 Milliarden Menschen auf der Erde leben und andere Lebewesen mehr Raum haben. Es muss nicht so kommen, dass quasi die ökologische Situation, wenn wir von 8 auf 11 Milliarden gehen, sich notwendigerweise verschlechtert. Und bei der ersten Bemerkung habe ich noch nicht ganz verstanden, warum Sie meinen, dass man quasi eine Diktatur braucht, um aus Abhängigkeiten herauszufinden. Also ich hab bei Ihnen eigentlich keine Lösung gefunden, wie aus einem autotonen Prozess innerhalb der Bevölkerung zu erreichen ist, dass wirklich weniger Ressourcen verbraucht werden, was ja wohl anscheinend notwendig ist. Ja, also ich dachte, dass das durch Einsicht in Abhängigkeiten kommt. Also so wie Sie, wenn Sie verstehen, dass das, was Sie als für Sie vorteilhaft ansehen, tatsächlich Ihre Handlungsmacht einschränkt, dann hört es auf, von Ihnen als vorteilhaft betrachtet zu werden. Also sobald mir mein Arzt sagte, wenn Sie weiter Zigarren rauchen, wird das mit dem Asthma nicht gut ausgehen, habe ich ziemlich leicht das Zigarrenrauchen aufgeben können. Ja, also ich würde jetzt meinen Arzt nicht als Diktator bezeichnen, sondern der hat mir einfach eine bestimmte Illusion darüber genommen, dass dieses Genussmittel quasi von Vorteil für mich ist. Und ich glaube, Sie vertrauen den Menschen zu viel zu. Ich traue Ihnen weniger zu. Ich glaube nicht, dass man Sie wirklich mit Vernunft überzeugen kann. Ich wollte auch nicht sagen mit Vernunft. Ich wollte sagen, wir werden ja viel ertragen müssen. Ja, genau, Husten. Ja, also man kriegt halt Husten und wir werden, wenn die ökologische Entwicklung sich verschärft, vieles ertragen müssen. Und wenn wir verstehen, dass wir uns vorher Illusionen darüber gemacht haben, was eigentlich die Ursache dafür ist, dass wir das jetzt ertragen müssen, dann denke ich, wird auch eine Veränderung eintreten. Also unsere Kinder sehen ja jetzt schon, um das nochmal zu unterstützen, dass das mit den Autos, die irgendwie 95% der Zeit in irgendeiner Garage stehen und irgendeinen Platz wegnehmen, nicht so das besonders
Tolle ist. Also ein Auto zu haben, überhaupt einen Führerschein zu machen, ist in der jetzt jungen Generation nicht mehr so angesagt, wie das zum Beispiel in meiner Generation angesagt war. Hier war auch noch eine Frage oben. Ich würde noch ganz kurz ergänzen. Wir haben natürlich jetzt auch immer ganz viel über die ganz große Transformation, das ganz große Bild geredet. Und also vielleicht sollten wir auch nicht vergessen, dass das, was wir ganz am Anfang diskutiert haben, es passiert ja auch schon ganz viel Transformation in kleinen Stellen. Also so die ganz große Hoffnungslosigkeit ist vielleicht auch nicht da. Aber wie die Frage, die wir ja hier adressieren, ist auch, wie können wir das beschleunigen? Was können wir tun? Mhm. Und es ist nicht nur der ganz große Elefant, der als Ganzes jetzt irgendwie untergeht. Manche kleinen Elefanten kann man beim Rüssel nehmen und rausführen. Ja. Sorry, es war noch eine Frage. Vielleicht kommen dann die Großen hinterher. Hier. Danke. Genau. Danke. Ja, eine erfolgreiche Transformation steht und fällt ja mit der Akzeptanz letzten Endes derer, die da durch müssen, im Wesentlichen die Bevölkerung. Und jetzt reden wir ganz viel darüber, dass wir ja diese Veränderungen brauchen, egal in welche Lebensbereiche wir ja schauen. Wir müssen uns irgendwie verändern. Ein ganz wichtiger Aspekt ist da ja dann die Frage, wie nehme ich eigentlich die Menschen mit? Also wie schaffe ich es, dass sie diese Veränderung oder diesen Weg dann auch akzeptieren? Was würden Sie sagen? Wir sagen ja immer, wir müssen kommunizieren. Das ist für mich sehr pauschal. Wie könnte man das jetzt konkretisieren? Also was muss passieren, damit der Raum hier akzeptiert, dass wir die Veränderung, über die wir jetzt sprechen, auch stattfindet? Ich arbeite in den Medien. Ich würde vielleicht versuchen, Ihnen einen guten Dokumentarfilm zu zeigen, in dem Lebensformen vorgestellt werden, ich will es gar nicht sagen, zur Sprache kommen, aber gezeigt werden, die Sie vielleicht nicht so auf dem Radar haben oder wir alle nicht so auf dem Radar haben. Und was passiert denen, wenn ich mich folgendermaßen verhalte? Also das wäre mein Beitrag dazu. Genau, das, was wir sehen, was gut funktioniert, ist immer dann, wenn man das Ganze ein Stück weit auch leicht und attraktiv macht. Und das, was ich vorhin sagte, die Menschen mitnehmen, indem man Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Also wenn man sagt, ja, die Erneuerbaren, die Wärmepumpen, die wir vorhin hatten, jetzt komme ich doch mal noch mal drauf zurück, nicht vorzuschreiben, es muss, sondern zu sagen, wenn kaputt geht, ist die Wärmepumpe die attraktive Option. Ja, dann hat man eine Entscheidungsfreiheit, macht mit und immer sozusagen in der Tat Bildung, Wissen, aber eben Mitgestaltung. Ich glaube, das ist das, was, wenn wir in Richtung Akzeptanzfrage, also was akzeptieren Leute, das ist das, was eigentlich gut funktioniert. Ich würde übrigens zu der Kommunikation noch sagen, weil ein ganz wichtiger Aspekt, über den meiner Ansicht nach viel zu wenig geredet wird, ist, wie freundlich ist diese Kommunikation eigentlich? Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass Freundlichkeit ein ganz entscheidendes Moment ist, um diese großen Themen, die wir gewälzt haben, Gerechtigkeit, das Leben, die Werte, um das einerseits wahrzunehmen, andererseits umzusetzen. Freundlichkeit als eine generelle Haltung hilft, sehr viele Dinge zu verstehen und auch zu regeln. Aber ich glaube, dass diese Akzeptanz nicht erzwungen werden kann. Also wenn wir richtig nachgedacht haben, eben, dann gibt es keinen argumentativen Zwang für eine Präferenzordnung. Sie können keinen Menschen dazu zwingen, den Lebensraum von Gorillas ernst zu nehmen. Sie können ihnen das nur vorführen, was passiert, wenn ihnen der Lebensraum genommen wird. Dann können sie immer noch sagen, das interessiert mich nicht. Was interessiert mich dieser blöde Affe auf dem Baum da? Ja, es gibt keinen politischen und keinen logischen und sonst irgendwie Zwang, der dazu führt, dass man einer bestimmten Lebensform eine gewisse Präferenz zugesteht. Sie können dafür nur werben und streiten, darum streiten, nicht? Aber mehr ist nicht möglich. Und das hängt dann an den Bildungsinstitutionen natürlich. Also solange die Bildungsinstitutionen dazu da sind, junge Menschen vorzubereiten auf die Lebensform, die wir gegenwärtig führen, wird dieser Streit nicht so richtig stattfinden. Der wird dann erst stattfinden, wenn sie dann aus der Bildungsinstitution rauskommen, nicht? Und dann müsste eigentlich schon die Schule selbst ein Ort sein, bei dem mehr experimentiert wird in der Hinsicht.
Und es kann konkrete Projekte geben. Dann geht es nämlich nicht nur darum, die Akzeptanz zu beschaffen, also jemanden davon zu überzeugen, dass er anders leben sollte, sondern eine Fragestellung mit auf den Weg zu geben. Und dann gibt es eine Gruppe von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die zusammen diese Frage lösen, aber nicht irgendwie, indem sie eine vorgefertigte Antwort einfach nehmen und akzeptieren sollten, sondern indem sie diese Antwort gemeinsam entwickeln. Also wie schaffen wir es, unsere Straße, ich spreche gar nicht von ganzen Städten, grüner zu kriegen. Ja, da kann man sich zusammentun. Wie gehen wir mit Parkraum um? Wie können wir die Mobilität ändern oder so etwas? Das wird jetzt auch nicht unmittelbar das Klima retten, aber das ist der Grund, warum Marx Willing von diesem radikalen Schritt-für-Schritt-Vorgehen spricht. Denn wenn das alles in vielen kleinen Schritten an vielen Orten sich summiert, dann wird etwas Großes daraus, weil sich auch nur durch das Tun auch wieder Haltungen ändern, Einstellungen ändern, neue Fragen entstehen, alte Unterscheidungen aufgegeben werden etc. Also ich glaube, das Tun ist viel wichtiger als die Akzeptanzbeschaffung. Manchmal ist es, glaube ich, ganz einfach. Man muss mal durch eine Stadt gehen und stellt einfach fest, wo ist es kühler, wo ist es angenehmer. Und dann schaut man rum und stellt fest, ah, da ist ein bisschen Baumbestand, da ist ein bisschen Grün. Das ist ein völlig einfacher Weg, aber das ist im Grunde genommen auf eine ganz einfache Art und Weise genau das, was Sie eben gesagt haben. Da muss ich keine große Wissenschaft haben, die das im Übrigen bestätigen kann, wie das mit Temperaturen und Bäumen ist. Manchmal sind es, glaube ich, so einfache Dinge, die zur Kommunikation gehören. Wir können auch über Wirtschaft anders kommunizieren. Wir müssten nicht immer nur das Bruttoinlandsprodukt oder so etwas als Maßstab nehmen, um dann bestimmte Wachstumsdinge dafür zu nehmen, dass insgesamt etwas über die Wirtschaft ausgesagt wird. Man könnte die ökologische Gesamtbilanz zum Beispiel nehmen. Also Sie sprachen ja auch eben darüber, welche Maßstäbe nehmen die Leistung der Bienen und die Leistung von natürlichen Ressourcen irgendwie mit einpreisen. Andere Maßstäbe, es gibt ja genug davon, auch sogar solche, die Nobelpreis gekriegt haben, mit Amartya Sen etc. Also auch die Kommunikation in den Medien darüber, was Wirtschaft leistet, was Wirtschaft ist und was uns daran wichtig ist, könnte man anders kommunizieren, als es derzeit ist. Und das ist ja unmittelbar bewusstseinsbildend. Wir haben in Japan darüber geredet, dass moralischer Fortschritt etwas ist, was eingebaut werden sollte in die Bewertung jedes Wirtschaftssystems. Auch ein sinnvoller Vorschlag, wie mir scheint. Eine Frage haben wir noch. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage, die betrifft den Punkt der wissenschaftlichen Selbstbegrenzung, der Bescheidenheit, die Sie vorhin angesprochen hatten. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und deshalb finde ich es auch so toll, dass der hier so zur Sprache kam, so prominent, weil in den letzten Jahren kam der an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu kurz. Allerdings, an einem Punkt fehlt mir die Bescheidenheit auch in dieser Diskussion und das ist bei dem Blick auf, also geradezu hermeneutisch angehaucht, was sind eigentlich die Prämissen, von denen wir alle ausgehen in dieser Diskussion? Oder die Prämissen, von denen Sie ausgehen in der Diskussion? Im Hinblick auf Klimawandel etc. Ist mir nicht wirklich klar geworden, von welchem Katastrophenszenario gehen Sie eigentlich dabei aus? Also das klang manchmal an, als würde der eine oder die andere unter Ihnen wirklich glauben, in 30 Jahren wird die Welt untergehen. Weil wir müssten unsere Lebensverhältnisse und unsere Lebensführung grundlegend ändern. Und da würde es mich interessieren, was sind denn die Ziele dieser Transformation? Weil wir haben so viel über Transformation gesprochen, aber das Ziel all dieser Transformation, über das wird, glaube ich, kaum geredet. Also ich glaube nicht, dass, also ich wollte nicht von einem Katastrophenszenario ausgehen. Also ich glaube nicht, dass die Gattung Homo sapiens jetzt gleich ausstirbt. Sie wird wie alle mehrzelligen Lebewesen irgendwann mal aussterben, auch mal aussterben. Aus welchem Grund auch immer, ob es ein Meteorit ist oder was anderes dazu führt, dass es... Oder die Sonne. Oder die Sonne, die spätestens dann ist es vorbei. Also das, darum ging es nicht. Also mir geht es nicht darum, aber was mich sehr umtreibt, ist etwas, was der Philosoph Paul Feierabend die Vernichtung der Vielfalt genannt hat.
also die Vernichtung von kultureller Vielfalt und von Vielfalt der Lebensformen. Auch dafür kann man schwer argumentieren, warum eine Vielfalt von Lebensformen besser ist als eine Wüste, in der es, weiß ich, ein paar Ameisen und Springmäuse gibt, aber ansonsten sehr viel weniger verschiedene Lebensformen als vielleicht im brasilianischen Regenwald. Es ist schwer, das zu begründen, warum das gut ist, eine Vielfalt. Die Standardbegründung ist immer, ja, da gibt es ökologische Vernetzung und dann reißt irgendwie die ökologische Vernetzung und dann sind wir schlecht dran. Das ist aber weder die Sichtweise von Paul Feyerabend noch meine, sondern ich habe eher die Vorstellung, es ist einfach gut, wenn es viele Lebensformen gibt. Wenn es 10 verschiedene Affenarten gibt, ist es besser, als wenn es nur 2 verschiedene Affenarten gibt. Und gegenwärtig ist die Ausrottungsgeschwindigkeit so groß, dass die Tiere schneller aussterben als nach dem Meteoriteneinschlag in Yucatan vor 65 Millionen Jahren. Also es läuft schneller, diese Ausrottung. Und das finde ich unglaublich bedauerlich. Also meine Grundlage, von der ich ausgehe, sind die Analysen des Weltklimarates. Die halte ich bei diesen Hunderten von Wissenschaftlern, die da arbeiten und alle Studien zusammentragen und wirklich ja auch Evidenzlevel, also die Beweiskraft, sagen wir mal, unserer Daten dann auch zuordnen, dass etwas sehr wahrscheinlich, weniger wahrscheinlich, unwahrscheinlich ist etc., das halte ich für sehr glaubwürdig und vertrauenswürdig. Und die arbeiten ja auch kontinuierlich daran. Also das, finde ich, ist eine gute wissenschaftliche Grundlage, um über Klimafragen zu sprechen. Und dann ist die Tatsache, dass wir einen Erdüberlastungstag haben, der in diesem Jahr für Deutschland im Mai lag und weltweit im August, einfach ein klarer Hinweis dafür, dass wir der Erde mehr wegnehmen, als sie nachzubilden vermag. Und das zerstört die Erde und das hat klare Folgen in Form von einer Zunahme an Naturkatastrophen und auch in einer Reduktion von bestimmten Lebensräumen, wo Menschen dort nicht mehr werden leben können, weil es mit dem menschlichen Überleben, jedenfalls so wie wir derzeit gebaut sind, nicht vereinbar ist. Oder weil sie überschwemmt werden etc., also ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und das ist jetzt kein Katastrophenszenario im Sinne von in 30 Jahren gibt es die Menschheit nicht mehr, aber es werden sich kontinuierlich über die nächsten Jahrzehnte die Lebensbedingungen und dann auch für die zukünftigen Generationen auf eine Art und Weise verschlechtern, wie man sie vernünftigerweise nicht wünschen kann. Ja, wie wir sie uns auch nicht wünschen würden. Wenn wir sagen, wenn wir jetzt in 100 Jahren oder in 200 Jahren wiedergeboren würden, würden wir dann so leben wollen? Und ich finde, dass es auch eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage zukünftigen Generationen gegenüber ist, nicht zu sagen, wir nehmen uns die Freiheit raus, wir haben die Freiheit, wir dürfen leben, wie immer wir wollen und der Rest muss dann irgendwann später mal die Konsequenzen tragen, sondern ich bin der Überzeugung, dass wir auch die Pflicht haben, jedenfalls die natürlichen Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen nicht zu zerstören. Also ich glaube nicht, dass wir die Freiheit, dass wir wirklich aus den Gründen, also dass eine ethische Begründung wäre, zu sagen, ich habe die Freiheit, Grundlagen zu zerstören für zukünftige Generationen, sondern es ist meine Pflicht, diese Grundlagen zu erhalten. Ja, da habe ich tatsächlich wenig zu ergänzen. Das würde ich ganz genauso sehen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Diskussion, für Ihre Fragen und ja, ich fürchte, aber da waren wir uns vorher, glaube ich, schon einig drüber. Die Suche geht weiter und möge die Macht mit Ihnen sein.